Herzlich willkommen zu Däffner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 322, lieber Däffner. Und 322, keine Keilerei. Keine Keilerei, das versprechen wir schon mal. Aber dass wir wieder zusammen sind, zeigt ja, dass wir auch unseren harten Streit, den wir vergangene Woche hatten, ja, wieder zivilisiert beendet wir haben. Wir haben das Om vergessen, ja? Unser Geheimnis eigentlich. Om. Das stimmt. Es war ja Stimmung in der Bude in der vergangenen Woche, gleich am Anfang. Und dann gab es auch eine Explosion im Mail-Postfach. Und das wollen wir nochmal am Anfang kurz besprechen. Es geht, und das muss ich jetzt hier gleich sagen, nicht darum, dass wir hier um uns selbst kreisen und uns selbst hier unser Mütchen kühlen, sondern es geht ja insgesamt auch, was ja im Lande der Fall ist. Es geht ja um Streit, es geht um Ideen, wie man das Land umgestaltet. Und da muss man auch ja unterschiedliche Meinungen ertragen, muss auch im Bekanntenkreis, bei Freunden, Familie, was auch immer, ja auch diskutieren können. Und gerade, wo die Demokratie unter Stress steht und Freiheit und Demokratie ja so ein bisschen scheibchenweise abgetragen werden und so ein bisschen sterben, müssen wir das hier besser hinkriegen. Oh, das ist jetzt aber groß eingeordnet. Ja, ich muss ein bisschen nach oben ins Regal fassen. Die Rose Janze. Ne? Rose Janze. Aber in der Tat, also bloß, aber man sollte natürlich, also wie gesagt, ich habe das letzte Mal schon gesagt, es tut mir leid, es war ja sehr aus dem Bauch raus und sehr emotional und so und es war ja so nicht geplant und deswegen auch nicht besonders faktenreich von meiner Seite und deswegen, also ich finde, wenn man, es ist besser, wir nehmen uns ein Thema vor und diskutieren das ordentlich, als das einfach so aus dem Bauchrauch zu machen. Aber ich meine, wir hätten ja auch abbrechen können. Aber das ist ja Däffner und Schäpitz. Wir sind einfach so sowas wie live und es ist halt dann live on tape. Und da wird nichts geschnitten. Wir sind wie das echte Leben, heißt es ja bei uns im Antexter. Na? Sie beiden sind wie das wahre Leben. Ja. Und da ist dann halt auch mal ein bisschen Stimmung in der Bude. So. Aber wir haben uns wieder vertragen und grundsätzlich denke ich auch, man muss einfach auch verschiedene Sichten auf ein Thema aushalten. Und muss dann nicht immer den anderen gleich in eine extreme Ecke stecken. Das war aber auch damit nicht so gemeint. Es war einfach mehr so ein kleiner provokanter Scherz meinerseits am Anfang letzte Woche. Und da ist er gleich, der Kollege Schäpitz gleich. Wie so ein HB-Männchen. Die Eltern unter uns erinnern sich. Ja. Da gab es das HB-Männchen, was nach oben ging. Und da habe ich mich wieder am Ende erinnert an, ich hatte mal so ein Seminar, da ging es um, wie man eine gute Beziehung führt. Und da gab es einen klugen Spruch, und den habe ich bestimmt hier schon mal gebracht. Ich würde ihn nochmal bringen. Zwischen Reiz, das war das, was du gesagt hast, und Reaktion, das war das, wie ich reagiere, liegt die Freiheit. Und natürlich ist es so, dass man, wenn der Reiz kommt, muss man einfach mal einmal durchatmen, vielleicht nochmal sich bewusst machen, was ist hier gerade los und kann dann anders reagieren. Wenn natürlich zwischen Reiz und wenn das ein ganz kleiner Ding ist, ist die Freiheit nur ganz klein. Und wenn man sich das nicht bewusst macht, dann ist, dann gibt's natürlich gleich die Explosion. Das passierte dann auch. Und ich würde vielleicht mal das Feedback aus den Mails würde ich in drei Kategorien einordnen. Da gab's zum einen die Sache, die Podcast-Qualität hätte hier nachgelassen. Der Streit würde keinen Mehrwert bringen. Kann man, glaube ich, ja, für Leute, die uns lieben und die uns schon seit Sendung Nummer 1 hören, die finden das vielleicht ganz entertaining. Leute, die vielleicht seit Kürzem erst dabei sind und denen es darum geht, Erkenntnisse zu gewinnen, würde ich sagen, ja, ist es vielleicht nicht so spannend, wenn wir uns alte Sachen wie so ein altes Ehepaar in den Kopf werfen. Da würde ich wahrscheinlich sagen, haben Sie recht. Das zweite war dann die zweite Kategorie, da ging es um Däffner versus Schäpitz und die Frage, wem würden Sie hier zustimmen? Es gab natürlich welche, die sagen, ach, der Schäpitz, der will hier nur seine Gefühlsduselei machen und der will sich hier Gefühlsanamnese, schrieb jemand, da will ich nicht dabei sein. Aber die meisten haben, also wenn man die Mails sagt, würde ich mal sagen, die meisten haben gesagt, komm, lass dem Schäpitz auch seine Meinung. Der Däffner ist so versucht, den Diskurs zu verschieben und so weiter. Und das dritte Feedback, da ging es dann um den Podcast, den ich hier am Bär verliehen habe, nämlich Hoss und Topf. Und da war die Frage, ihr sagt, der Diskurs wird verengt und gleichzeitig versucht ihr andere Meinungen und anderen Podcast in so eine Ecke zu stellen. Dazu kann ich nur Folgendes sagen. Mir ging es gar nicht um die Meinung, die da geäußert werden. Mir geht es wirklich darum, dass bei jeder Geschichte, die da, also politischen Geschichte, wird immer so, klingt immer so im Hintergrund mit, da gibt es einen großen Plan, einen großen verschwörerischen Plan. Die Eliten wollen, weiß ich nicht,
unser Land runterwirtschaften, die Eliten wollen uns manipulieren, die wollen das und das. Und das ist das Problem. Und das ist was total in meinen Augen demokratieverächtliches. Und da versucht man so die Grundfesten unseres Daseins kaputt zu machen. Und dagegen habe ich gesagt. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Man kann sagen, dass wir schlecht regiert werden. Ich finde auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen das Meinungsspektrum nicht breit genug aus. Aber würde ich sagen, die Öffentlich-Rechtlichen manipulieren uns gleich? Nee, das wäre halt nicht meine Meinung. Und auch sind die Eliten, sind wir schlecht regiert? Ja. Hassen die Eliten ihr Land? Nein. Also das sind die Sachen. Und das finde ich an diesem Podcast so verwerflich. Nicht die Meinung. Die haben auch Meinungen, da kann ich sagen, ja, kann ich verstehen. Aber eben dieser große Plan, The Great Reset zum Beispiel, die wollen uns irgendwie das Auto wegnehmen und wollen, dass wir uns irgendwie nicht mehr, das ist ja wie die Chemtrail-Theorie, das haben die jetzt nicht da gebracht, aber so von wegen, man will uns vergiften, damit wir uns nicht mehr fortpflanzen können, ist ja auch so eine Idee, der große Plan, genau. Und so weiter. Und das hört man ja im Alltag so oft unter Kollegen und immer wieder kommt so ein Geraune und dann muss man immer wieder sagen, dann finde ich dann, nein, es gibt da keinen großen Plan, den großen Plan zur Deindustrialisierung Deutschlands, auch wenn vielleicht keine gute Industriepolitik gemacht wird, aber gleich zu sagen, es gibt hier einen großen Plan zur Deindustrialisierung Deutschlands, was auch immer man immer so hört, an Geraune. Und also das ist, da muss man wirklich, finde ich, auch bei diesen Wordings dann immer vorsichtig sein. Und es wird so schnell übernommen und immer wieder, wenn man mit Freunden spricht, plötzlich kommt dann immer irgendwie so die Sprache und du hast schon ein paar Gläser Wein intus, plötzlich kommen dann Dinge auf den Tisch und dann musst du noch immer noch mal scharf argumentieren. Also ich finde, man muss wirklich aufpassen. Und es ist, wie du sagst, das Anliegen ist, dass die Gesellschaft nicht hier auseinanderbricht. Und natürlich müssen wir von allen Spektren Meinungen diskutieren, aber sie sollten eben fundiert sein. Wie gesagt, ich nehme jetzt nochmal mea culpa. Ich habe auch nicht so fundiert diskutiert, das passiert ja auch mal. Aber trotzdem dann immer gleich zu sagen, das ist hier alles nur Eliten, das ist nur Mainstream und hier die einzig wahren Meinungen sind unsere extremen Meinungen. Also da muss man sich ja dann auch nicht immer mit irgendwelchen anderen solchen Etiketten dann selber schmücken oder beziehungsweise solche Etiketten dem anderen, den Gegner dann aufpeppen. Aber wie gesagt, Pappen. Ja, nicht peppen. Nee, aufpeppen ist was anderes. Ja, genau. Peppen, was auch. Das ist so. Ja, okay. Gut, aber ich könnte vielleicht noch ein paar, also Ruben hat geschrieben, ihr müsst wieder besser werden. Mittlerweile fällt es mir zunehmend schwer, euren Podcast zu hören. Da war dann die Sache, ich finde es prima, wenn ihr euch auch mal streitet und emotional werdet, aber dann bitte auf einem gewissen Niveau, insbesondere wenn es um politische Themen geht. So, und wir sollten das seriös machen und so weiter. So, und dann Florian hat geschrieben, seit ungefähr einem Jahr bin ich treuer, zumeist begeisterter Hörer des Podcasts. Und dann schreibt er, ich erwäge, eurem Format in Zukunft nicht mehr so viel Zeit zu widmen. Und er will halt nicht bei der persönlichen Befindlichkeitsanamnese des Herrn Schäbitz dabei sein. Das wäre kein Mehrwert. Da haben wir ihm schon gesagt, wir versuchen wirklich, dass die Diskussionen etwas seriöser zu machen. Und ich versuche zwischen Reiz und Reaktion die Freiheit mir zu nehmen und sie dann auch irgendwie mal einzusetzen. Und man sollte mehr von der Seite des Hörers planen und auch denken. Aber was wir schon sagen müssen, wir sind hier kein reiner Börsenpodcast, wo es nur um jede Woche irgendwie die 5 heißesten Aktientipps geht, sondern es geht wirklich darum, auch Wirtschaft zu verstehen. Und da gehört in einer mehr politisierten Welt auch die Politik dazu. Und wenn man jetzt sagt, für die Demokratie ist es auch wichtig, dass die Wirtschaft sich äußert, und das machen ja sogar immer mehr Wirtschaftslenker, dann gehört das auch bei uns mit so einem Programm dazu. Und wir sind hier wirklich kein reiner Börsenpodcast, wo wir uns jede Woche irgendeine Aktie vornehmen und sagen, Mensch, die Münchner Rück hat jetzt die Dividende auf 15 Euro erhöht. Und wenn wir vor 10 Jahren in München Rück investiert hätten zu dem Preis, hätten wir jetzt eine Dividendenrendite von 20%. Das ist auch schön, machen wir auch gerne. Aber das ist nicht unser einziges Ziel, dass wir hier nur reine Aktien sagen, sondern für uns gehört das gesamte Bild dazu und wir versuchen halt verschiedene Perspektiven zu bieten, damit ihr was draus machen könnt. Das gesamte Bild ist ja eben auch wichtig, auch für den Börsianer. Ja. Das ist ja nicht immer, sondern die Börseentwicklung, der DAX hat sich gerade jetzt wieder von der Realwirtschaft etwas entkoppelt, aber meistens kommt ja auch immer wieder alles zusammen. Und zum Beispiel, und die Politik spielt eben auch für die Wirtschaft eine Rolle, weil wir wissen, Wirtschaft ist Psychologie zum Großen und Ganzen. Und wenn natürlich die wirtschaftliche Unzufriedenheit mit der Regierung groß ist, dann ist auch eben Unzufriedenheit der Verbraucher. Und das sieht man zum Beispiel heute im GfK-Konsumklima. Ich habe ja dann, das ist zwar leicht angestiegen, aber wir haben eine extrem hohe Sparneigung. Die höchste obwohl seit 2008. Seit 16 Wahnsinn, Jahren. Das, obwohl die Leute gesagt haben, dass sie jetzt wieder mehr in das Geld in der Tasche
Tasche haben. Also auf Deutsch, Leute haben mehr Geld in der Tasche, spüren das mittlerweile auch. Das war der Anstieg. Nehmen das zur Kenntnis, aber sparen trotzdem so viel wie seit 16 Jahren nicht mehr und seit 2008, also seitdem die Lehman-Krise war. Ja, das ist wirklich. Und ich habe da eben mit Rolf Bürkle ein Interview gemacht im Fernsehen, in Börsensendungen und habe ihn dann eben auch gefragt, ob die Ampelregierung welche Verantwortung seiner Meinung nach daran trägt. Und die haben tatsächlich auch ein bisschen konkreter abgefragt, wo auch dann Äußerungen gekommen sind, sozusagen aufgrund der Regierungspolitik fühlen wir uns verunsichert und deswegen sparen wir. Ja, deswegen ist diese Sparneigung so hoch. Ja, und es ist eben, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, aber das ist jetzt dann wieder zu vereinfachen, Habeck ist jetzt an allem schuld, glaube ich, dann wieder Robert-Rezession Habeck nenne ich ihn nur noch. Zu einfache Formel, meiner Meinung nach, sondern es ist halt einfach dieser vielstimmige Chor und dass der eine Hü und der andere Hot sagt und es einfach keine klaren Entscheidungen und Richtungsentscheidungen gibt und diese ständige Verunsicherung, was kommt jetzt, da überlegt man sich gleich wieder einen neuen Haken oder was auch immer, da sind ja alle Partner dran beteiligt, ja, und so. Und nicht zuletzt, also ich meine, nicht zuletzt die Union, das muss man halt auch wirklich nochmal an dieser Stelle sagen, ich finde, was die im Bundesrat machen, diese Blockadepolitik gegen das Wachstumschancengesetz und damit quasi wirklich die deutsche Wirtschaft zu erpressen, damit man Agrardieselsubventionen durchsetzt. Also das ist wirklich, das ist jetzt schon wirklich so Politik à la Trump, ja, dass sich der Merz da ausgedacht hat. Ich finde, in dem Pfad sollten sie ganz dringend wieder zurückgehen. Also so diese Blockade-Erpressungsmentalitäten, was Ungarn bei der EU macht und so. Und wenn ihr nicht hier, haben wir jetzt gerade mal ein Dings vor. Das machen aber alle derzeit. Das machen auch die Unternehmen, die sagen, wenn ich keine Subventionen kriege, dann gebe ich mein Werk auf. Das ist auch das Ärgerliche an der ganzen Geschichte. Wenn ich den Leuten das Gefühl gebe, wie der Habeck mit seinem Reformbooster, ihr kriegt Subventionen möglicherweise. Es geht gerade um die Solarbranche. Und der andere sagt, nee, du kriegst keine Subvention. Dann hast du, jeder, der jetzt irgendwie ein Unternehmen hat, denkt sich so, ah, kann ich jetzt Subventionen kaufen, kann ich nicht. Es wird keine Entscheidung am Ende geben. Man muss klar sagen, so machen wir es jetzt und dann muss man es auch so machen. Aber nicht immer sagen, es könnte das geben, könnte aber auch jenes geben. Ey, come on, so wird auch kein Unternehmen den Standort irgendwie stärken oder sonst was machen. Aber drum sagt zum Beispiel, habe ich jetzt gerade gelesen, Enpal, dass sie grundsätzlich gegen Ankündigung von Subventionen im Solarbereich sind, weil dann wieder die Verbraucher wieder nur abwarten und dann wird wieder irgendein Subventionspaketchen angekündigt und dann ist das wieder ausverkauft innerhalb von 24 Stunden, wie wir das letzte Mal gesehen haben, dieses Autodachprogramm. Und dann warten wir wieder. Und dann warten wir wieder aufs nächste Subventionspaket. Ja. Deswegen, da sind wirklich Subventionen Gift letztendlich, ja, weil eigentlich will man ja den Ausbau fördern, aber stattdessen wird immer so ein kleines Paket angekündigt, das dann wieder ruckzuck aufgebraucht ist und dann lieber gleich klar sagen, es gibt keine Subvention und das rechnet sich ja auch so, ohne Subvention und gerade bei den Preisen, bei den Modulpreisen, die ja total verfallen sind im Solarbereich jetzt, also warum muss man da jetzt über noch, da ist was klar, die Werke wollen natürlich Subventionen, um hier zu produzieren, ist eine andere Nummer, verstehe ich auch, und natürlich kriegen sie in Amerika halt durch den IRA andere Subventionen, aber anderes Thema, aber gerade, was ja auch angedacht wurde, dass man dann wieder sagt, okay, da gibt es für Verbraucher wieder irgendwie Subventionen, wenn es was aus deutscher oder europäischer Produktion, wurde ja vieles diskutiert. Das übrigens auch, das finde ich, kann ich ja verstehen auf eine Art, aber ich finde, das blockiert halt komplett. Ja, genau. Und deswegen finde ich diese ganzen Subventionsnummern, und auch wenn du dann Subventionen ausgibst, wenn du jeden in der Wirtschaft subventionierst, der eine wird so subventioniert, der andere so, und dann hast du irgendwann nur so eine komische Muddelwirtschaft und du kommst nie auf den grünen Zweig, weil alle Leute nur gucken, wo können sie Subventionen abgreifen, warten, füllen Formulare aus und was du da verlierst an Zeit und an Produktivität. Also da würde ich sagen. Ja, und wenn die Kassen so knapp sind, dann besser runter mit den Subventionen. Und man hat ja vieles gemacht, auch im E-Auto-Bereich, ne, wurden ja die radikal zusammengestrichen und so weiter. Natürlich merkt man das jetzt erstmal in den Absatzzahlen. Aber wenn irgendwie die Leute dann auch wieder Planungssicherheit haben und dann wissen, okay, es gibt einfach keine Subventionen, dann kann man auch wieder mal ausrechnen, was ist es. Aber die Planungssicherheit, das ist eigentlich das Wichtigste, was Politik machen muss, ja. Und das ist genau das, was eigentlich die Ampel eben nicht macht, ja. Sie machen ständig irgendwelche 5, 3 verschiedene Ideen, ja, die dann in den Raum geworfen werden und dann hat man wieder eine Verunsicherung und dann kommt keine von den dreien. Und wenn man eine gute Idee hat, dann wird die noch von der Union blockiert, ja. Also das ist wirklich
wirklich problematisch. Ich glaube, das ist das eigentlich große Problem dieser Ampelregierung. Deswegen, ich hatte mir, wir hatten uns mehr erhofft, dass man einfach gesagt hat, okay, da sind unterschiedliche Parteispektren dabei. Und wenn man irgendwie Best of allen Welten nimmt, dann müsste ja noch was richtig Gutes dabei herauskommen. Aber wenn die sich natürlich nur gegenseitig blockieren, dann ist es wirklich kontraproduktiv. Das stimmt. So, ich habe noch ein paar Zuschriften. Marvin aus Kiel, der ist jetzt, er hört seit Tag 1 und war ehemaliges Mitglied des Team Defner. Wenn du ehemalig hörst, kannst du dir schon vorstellen, was er sagt. Und er sagt dann, insbesondere seit dem Ausbruch von Corona empfinde ich eine stark linksgerichtete Tendenz in den Äußerungen von Dietmar, die sich leider nicht gebessert hat. Jegliche Kritik an der linken Regierung als rechts oder populistisch abstempelt, dieser Argumentationsstil, der darauf basiert, sich zwangsläufig von Positionen der AfD abzugrenzen, halte ich für problematisch. Okay, wenn das schon links ist, wenn man sich von der AfD abgrenzt. Nein, wenn die Ideen haben, muss ja nicht jede AfD-Idee muss ja schlecht sein. Ja, aber, so, und wenn du jetzt sagst, das ist eine AfD-Idee und damit jegliche Ideen sofort abstempelst und sagst, nee, so geht's nicht, dann wird das ja nichts. Also ich meine, die können ja auch mal eine gute Idee haben. Ich würde ja vermuten, vielleicht haben die auch mal eine gute Idee, aber dann kann ich sagen, machen die ja auch. Sag ich, ja gut, wenn die das auch haben, freut mich. Wir sind würde hier ich auch nicht sagen. Würde ich auch nicht sagen, dass bloß weil irgendwas bei der AfD steht, das für mich dann keine passable Idee mehr wäre. Oft weiß man ja gar nicht, was. Also das würde ich auf keinen Fall so sagen, aber es ist, naja, gut. Wir haben ja über das Thema Europa diskutiert und das war ja ein Beispiel. Ich will nicht nur nochmal diese Diskussion aufmachen. Da gab es auch gerade was Europa, aber da haben viele Leute geschrieben und gesagt, hey, warum ist der deutsche Beitrag im Verhältnis zum Französischen so hoch? So, und jetzt hast du ja die nächste Geschichte von Mario Draghi, der ist jetzt wieder beauftragt dafür, mach Europa wettbewerbsfähig. Und es ist natürlich, konntest du die Uhr danach stellen, was der gute Mann vorschlägt. Wir gehen alle kaputt, hat er gesagt. Okay, die Prognose ist, wenn wir so weiter wirtschaften, würde ich auch unterschreiben. Aber was will er dann? 500 Milliarden müssen wir jedes Jahr Schulden aufnehmen. Aber nicht jedes Land für sich. Natürlich alle gemeinschaftlich. Und so, das ist natürlich der Vorschlag von Mario Draghi. Aber sofern wir uns nicht auf ein europäisches Gefühl oder eine europäische Sache einigen. Und einer hat geschrieben, uns hat auch fürs Ahrtal keiner irgendwie Hilfe gegeben. Und wir machen das aber immer bei anderen. Warum ist es so, dass das so? Also es gibt zumindest die Idee, dass man auch die deutschen Interessen mal stärker voranbringen könnte. Und ich finde, bevor wir nicht einen europäischen Geist haben und ein europäisches Gefühl haben und nicht irgendwie so nationalistischen Kack haben, wo soll denn der europäische Geist herkommen? Nein, vom Himmel fallen, wie der Heilige Geist? Das haben wir genau schon gemacht. Das ist der Euro, die Euro-Geschichte. Damit haben wir eine starke Währung auf ganz Europa. Die D-Mark war die stärkste Währung in Europa. Und wir haben die aufgegeben, um einen europäischen Geist zu schaffen. Jetzt haben wir festgestellt, hat noch nicht so richtig funktioniert. Jetzt muss ich es aber nicht noch weiter treiben und noch mehr die Sache machen, sondern ich muss sagen, okay, jetzt müssen wir den europäischen Geist auch mal hinbekommen. Also das wäre so meine Idee. Gut, dann haben wir Erik schreibt, mit deiner Kritik an der Diskussionskultur sprichst du mir aus der Seele. Ich halte den Defner für einen hochintelligenten Mann. Ja. Das ist deutlich überschätzt, würde ich mal sagen. zudem seid ihr auch Freunde. Und dann schreibt er, es stellt sich die Frage, wie dann eine Gesellschaft untereinander miteinander umgehen und diskutieren soll, wenn nicht mal das bei Freunden klappt. Ich persönlich habe sämtliche Diskussionen im Bekanntenkreis eingestellt und lege seit 6 Wochen eine Nachrichtenpause ein. Das werde ich erstmal beibehalten. Und er schickt mir noch und meint, ich würde ihm aus der Seele sprechen und kein Populist sein. Das ist sehr freundlich von dir. Und er hat zum ersten Mal überhaupt geschrieben, und dass er uns geduzt hat, das hat ihm schon große Überwindung gekostet. Also Erik, das ist gut. Erik. Und dann gibt es noch andere Menschen aus München, Michi, zur Hoss- und Hopf-Diskussion. Und da haben wir uns jetzt zu geäußert, was ich damit meine, dass es nicht darum geht, jemanden niederzumachen oder sonst was. Robin hat noch geschrieben und er hat auch da ging es darum, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen zu lässig davonkommen lassen. Und er meint, die wird doch irgendwie uns manipulieren wollen. Ich sehe das nicht so. Ich sehe einfach nur, dass da die Öffentlich-Rechtlichen einfach das Spektrum verengt haben oder eher nach links geschoben haben und es halt die rechten Meinungen, die es früher ja gab, es gab ja irgendwie Hauser und Ginzler, wie es alle hieß, das gibt es halt, oder es gab das ZDF-Magazin oder so, es gab noch so ein richtiges
Und Löwenthal. Ja, Löwenthal. Löwenthal. Das war wirklich ein Schwarzfunk, ja. Das war das Gegenteil zu Karl Eduard von Schnitzler. Das war die Es gibt auch noch den Bayerischen Kanal. Rundfunk. Natürlich gibt es bei den Ländern unterschiedliche Couleurs, je nach Landesregierung und je nach so. Ja, aber den WDR kriegst du nicht, da kriegst du das Linke durch kriegst du nicht raus. Das ist eine Generationenfrage, natürlich, ja. Die sitzen ja dann. Ja, gut, die sitzen ja, ich meine, du kannst ja nicht einfach, jede Regierung schmeißt jetzt nicht sofort irgendwie alle Journalisten da raus. Ne? Ja, aber der WDR ist ein so, also ich bin ja, war beim Presseclub, ein einziges Mal war ich da eingeladen und dann gingen wir da durch die Gänge, das ging von einer U-Bahn-Station zur anderen. Ich sagte, was ist denn hier, was ist denn da? Da waren lauter leere Büros. Ich dachte mir so, hä, was machen die da? Also wenn man da alleine die Immobilien mal intelligenter bewirtschaften würde, könnte man den Rundfunkbeitrag wahrscheinlich um 2 Euro senken. Aber egal. Ich würde trotzdem nicht von Manipulierung sprechen. Ich würde schon sagen, dass sie sehr grünfreundlich sind oder sie eher auf dem linken Spektrum freudiger das machen. Das würde ich sofort sagen. Und sie haben wahrscheinlich zu wenig rechte Meinung im Programm. Aber jetzt wirklich dieses große Ziel wieder, da will uns jeder manipulieren und da wollen uns die Grünen über den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie ihre grüne Meinung oktroyieren, würde ich auch nicht sehen. Wobei ich auch schwierig finde, wenn man jetzt diese ganzen Gesetze macht, wo man irgendwie versucht, mit Repression und so gegen offene Meinung zu machen, da finde ich auch schwierig. Also, so, sei es drum. Bevor wir jetzt hier 1000 neue Themen anstoßen. Nein, ich wollte nur einfach hier alle Feedback, mal einmal. Naja, aber ich meine, muss jetzt nicht so irgendwas. So, gut. Würde ich sagen, dass wir uns jetzt wirklich auch den wirtschaftlichen Dingen zuwenden. Ne? Machen wir das. Ja. Und wir haben einen super Lauf an den Börsen. Ja. DAX heute schon wieder neue Allzeithochs über der Marke von 17.500 zum ersten Mal. Es geht schnurstracks auf die 18.000er Marke zu. Ne? Also wenn wir in dem Tempo weiter marschieren. Und natürlich, wir haben es im Glotzcast diskutiert, die Nvidia, ja, nicht zu bremsen, ja, und aber noch sind wir nicht bei 3 Billionen. Das ist ja quasi, übernehmen wir diese Wette eigentlich in die Podcast-Wette? Meinst du, dass die 3 Billionen? Also ich würde denken, das war eine Wette von dir. War eine Wette von mir, ja, würde ich sofort. Ja. Also ich glaube, Nvidia wird in Tränen enden. Irgendwann. Also ich glaube schon, aber bevor die Tränen kommen, wird es nochmal ein Stück hochgehen. Ich glaube, es wird nochmal, also das wäre so mein Szenario, aber irgendwann, das ist ja, wenn man sich bei Lichte besieht, das ist ja einfach ein Unternehmen ohne eigene Fabriken. Und das Einzige, was sie machen, sie haben halt Chipsätze programmiert. Mhm. So. Und das geben sie an. Designed klingt auch viel schöner. Und natürlich muss es irgendwann, weiß ich nicht, gibt es da eine Disruption, wie auch immer die aussehen wird. Aber ich glaube, dass es schon noch bis auf 3 Billionen Market Cap gehen kann. Ich habe meine ganzen Aktien noch und würde dann irgendwann verkaufen, wenn die bei 3 sind. Bei 3 Billionen? Bei 3 also. Billionen. Ja, weil es ist wie eine Bakterienkultur. Ja. Die wächst auch exponentiell und irgendwann kollabiert irgendwann sie. Platz. Ja, das muss sie. Sie muss irgendwann kollabieren. Und das, glaube ich, ist bei Nvidia auch so. Wenn man sich die Zahlen anguckt, und das finde ich das faszinierend, die haben ein Kursumsatzverhältnis von 32 jetzt, was sehr hoch ist, weil sie beispielsweise hat, Microsoft hat 13, Apple hat 7. Aber wenn man das Kursgewinnverhältnis sieht, das ist nur bei so knapp unter 30 und da ist man günstig bewertet. Das liegt aber daran, dass sie halt so wahnsinnig hohe Margen haben, dass sie mit wenig Umsatz Bruttomargen von 77% haben und es deswegen sie das haben. Und das muss irgendwann, deine Marge ist meine Opportunity, ist ja der klassische Spruch von Jeff Bezos. Und irgendwann muss das auch klappen. Ob das jetzt so schnell geht, das glaube ich halt nicht. Und deswegen würde ich denken, geht noch auf 3 und dann irgendwann kommen die Tränen. Nach den Freudentränen dann die anderen genau, Tränen. Da muss man rechtzeitig raus. Wie gesagt, also der Vergleich mit Cisco damals, habe ich ja schon vor längerer Zeit erwähnt, dass ich den gesehen habe. Und ich glaube, früher oder später wird so sein. Und dann ist auch der Schaufelhersteller dann quasi nicht mehr so gefragt. Aber noch läuft's, klar. Und muss man ein großes Exit-Szenario halt haben. Zu beteiligen. Sie machen eine laute Beteiligung und so weiter. Vielleicht kriegen sie es ja hin, dass sie noch einen zweiten Markt machen. Und klar sind sie auch im autonomen Fahren. Das ist ja auch ja, aber das ist der Bereich ist gesunken. Der Bereich ist jetzt momentan gesunken, logisch, weil der auch nicht so läuft. Aber das ist ja durchaus ein Zukunftsmarkt, den ich noch nicht abschreiben würde. Also das würde ich jetzt nicht so schwarz da sehen. Aber momentan geht halt nichts voran, auch regulatorisch. Aber da wird es sicherlich auch wieder einen neuen Schub geben. Und wir sehen ja, das geht immer in Schüben voran. Das hat sich ja auch bei künstlicher Intelligenz gezeigt. Das war ja auch, ist jetzt nichts, was am 30. November 2022 da erfunden wurde, sondern das war halt irgendwie nochmal so ein Quantensprung, der es dann das Thema mit
ChatGPT an die in die Öffentlichkeit gezogen hat und plötzlich hat alle Welt über künstliche Intelligenz gesprochen, ja. Und ich würde ja versuchen, das so zu machen, wie das die Microsofts oder beziehungsweise andere gemacht haben oder Meta hat das ja auch gemacht mit Übernahmen, dass du halt alle Unternehmen, die dich jetzt möglicherweise disruptieren könnten, die musst du halt übernehmen. Du musst deine große Market Cap jetzt dazu nutzen, irgendwie dir immer wieder die Konkurrenten aufzukaufen oder den Monopol zu halten. Alle übernehmen. Erstmal wird das eben das Kartellamt nicht mitmachen. Das hat ja schon bei ARM nicht funktioniert. Nvidia wollte ja ARM kaufen damals. Sind ja mit dieser Übernahme schon gescheitert und deswegen wird natürlich das Kartellamt oder die Kartellämter, die Kartellbehörden weltweit es nicht zulassen, dass Nvidia jetzt irgendwelche großen Chip kauft. Ich würde ja kleine aufkaufen. Ja, weiß ich nicht, weißt du, wenn du jetzt Croc siehst, das ist von Chamat irgend so ein gestütztes Venture, was irgendwie 7 Jahre tot am Loch lag und jetzt auf einmal nach oben ging. Zack! Und weil sie halt einen Chipsatz entwickelt haben, der, wenn du irgendwie mit der KI interagierst, dir sofort die Ausgabe geben, also bei der Ausgabe. Aber da musst du ja so viele Startups kannst du ja gar nicht übernehmen von Anfang an. Du kannst ja nicht den kompletten Markt kaufen. Und wie gesagt, wenn es dann ein größeres wird, dann, also ich glaube, das ist die Strategie, dass sie jetzt sich an Startups beteiligen, denen sie ihre Chips geben, das finde ich ja klug, weil da hast du ja dann vielleicht das andere, eine andere gute Geschäftsmodell im Koffer und das mal, aber das bringt dich natürlich nicht irgendwie in eine Billion. Doch, die Bewertung. Haben sich an einem Roboter-AI-Startup haben sie auch beteiligt. Sind ja alle das dabei. Finde ich, das sind ja alle dabei. Sind alle dabei. Ja, aber das wäre ein richtig auch cooler. Mit kleinen, genau, aber das wäre auch ein cooler neuer Markt, wenn du Roboter natürlich, hast. Ja, dann aber wird da der AI erst richtig ja, cool. Ja, deswegen Tesla, ja, die sind ja schon lange dabei mit dem Optimus und aber ich habe zurzeit keine Tesla-Aktien. Hast du nicht? Nee, ich bin ja da vor kurzem schon länger mal ausgestiegen. Aber die steigt auch wieder. Also obwohl es ja irgendwie diesen wirklich im Electric Vehicle, also beim Elektroautos momentan ja so ein bisschen Winter ist, muss man sagen, was wir ja über Mercedes diskutiert haben im Glotzcast, ja, dass die da wieder zurückdrehen. Und auch sonst, eben es liegt ja auch an der Nachfrageschwäche dann in Amerika, wenn Trump kommt, dann wird der wirklich die Stimmung gegen Elektroautos noch schlechter werden. Damit ist zu rechnen. Und von daher für E-Autos. Er hat das schon gesagt, da kannst du nur 10 Minuten fahren. Die Freude ist, nach 10 Minuten hast du schon das Gefühl, wo kann ich meine Kiste das nächste Mal laden? Der weiß ja auch, Sachen zu verkürzen und damit so. Genau, und dann macht er wahrscheinlich auch seine eigene Parallel. Da haben wir heute schön bei Alles auf Aktien gehört. Die Parallelwirtschaft quasi, die Trump forciert wird, ja, Trump-konforme Unternehmen, also da ist ja dann auch viel politische Disruptionsmöglichkeit. Wie gesagt, ich sehe ja nach wie vor ein großes Risiko für die amerikanische Volkswirtschaft, wenn Trump gewinnt. Aber anderes Thema und stimmt, natürlich habe ich gedacht, gut, und dann bin ich sonntags, keine Ahnung, als ich mein Handy angemacht habe, am Vormittag irgendwann vom Schlafmodus und dann kriege ich immer meine Push-Meldungen, ja, und dann kriege ich einmal, ich bin ja Abonnent von Holger Czapitz, dass ich auch keine seiner schreiligen Schriften verpasse, ja. Wenn der Czapitz einen Artikel raushaut, kriege ich eine Push-Meldung von der Welt-App, ja, und dann habe ich eine, die Wahnsinn, Sonderrichter, Wahnsinn. Ja, das muss ich lesen. Vorbild Nvidia. Diese 4 Aktien sind die nächsten 4.500% Kandidaten. Und dachte ich, Mensch, endlich der Czapitz auch mal. Ja, ich bin ein großer Fan von 10-Baggern und 20-Baggern, aber 4.500%, das heißt 40-Bagger. 46-Bagger. Ja, ein 46-Bagger. Da dachte ich, oh wow, und gleich 4 davon. Die muss ich ja sofort kaufen. Es waren eigentlich 5. FOMO. Es waren eigentlich 5, FOMO erfüllte meiner. Und zum Glück hatte ich ein Weltabo, weil das war ein Weltplus-Artikel. Ja. Sonst hätte ich natürlich sofort ein Abo gemacht, ja. Wie das und viele viel andere Geld haben. Ausgegeben, ja. Und dann, um diese 4.500% Kandidaten zu lesen. Und, du darfst jetzt nicht nennen, weil die Leute sollen es ja noch sagen. Einen würde ich schon zur Ernüchterung, bitte. Also, es war einer, Novo Nordisk war nein, dabei. Novo Nordisk, ja. Novo es Nordisk, war Novo Nordisk dabei, es war Coinbase dabei, es war Rheinmetall dabei und es war ASML war dabei. Das waren die vier. Lass mich halt erstmal ausführen. Du kannst ja
Anklage. Die Anklage ist 4000. Also Novo Nordisk, ja, habe ich nochmal ausgerechnet. Ja, die haben aktuell 388 Milliarden Euro Market Cap, ja. Mhm. Und wenn die sich jetzt verfünfzigfachen, dann sind sie bei 17,8 Billionen Euro, ja. Das ist fast wenig, ja. Für eine Zivilisationskrankheit, die gerade auch disruptiert wird, ja. Ja, genau, die Fettwegspritzen, da kommen ja noch, die wird noch schneller disruptiert als die Nvidia-Chip, das glaubst du, aber da sind ja ganz, ganz viele dabei. Das kann ja auch nicht so eine Wahnsinnstechnologie sein. Der Wirkstoff. Ne? Du musst halt so ein GLP-1-Ding jetzt haben, so Blocker, damit du halt irgendwie nicht mehr isst. Das wird, denke ich mal, zu machen sein. Ne? Also, das würde ich sagen nach der Sendung, kurz vor der Börsenscheide. 17,8 Billionen Euro, wie viel Weltbürger brauchen wir da, die diese Spritzen benutzen? Vielleicht, keine Ahnung, 80 Milliarden oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, wie sie diese Rechnung gibt. Wir haben 7 Milliarden Menschen. Ja, bei Rheinmetall, die haben, glaube ich, 20 Milliarden Market Cap. Ne? Da kann man sich ja noch eine 46, so geht in diese Richtung. Als die Geschichte war es, glaube ich, 16 Milliarden oder 14. Ja, das ist nicht so viel. Ja, bei Rheinmetall geht es ja schnell. Ne? Also bei Rheinmetall da könnte man sich vielleicht noch eine 46-Verfachung vorstellen. Aber bei Novo Nordisk, also 17,8 Billionen Market Cap, bitte sag mir, wie du auf die Rechnung kommst. So, also die Sache war ganz relativ einfache Geschichte. Es ging darum, einmal zu gucken, wenn man Sparpläne aufgestellt hat im Leben und mit unterschiedlichen Sparplänen haben wir. Wir haben einfach mal alle Sparpläne durchgerechnet, die man sich angucken kann. Und Nvidia hätte man vor zehn Jahren wissen können, Nvidia klappt. Also das Unternehmen war nicht mehr klein. Und dann hat sich halt diese 4.255% eingestellt. Und der Sparplan hat sich super entwickelt. Du hättest aber auch mit anderen Sachen machen können. Aber das Schöne ist, und da kommen wir auch zu beispielsweise Cisco oder zu Juniper Networks. Selbst wenn du die im Jahr 2000 als Sparplan genommen hättest, und das bis heute gespart hättest, du wärst im Plus. Weil nämlich du nur eine ganz kurze Phase nach oben überteuerte Sachen gekauft hättest und dann wäre sie wieder abgestürzt und so weiter. Und die einzigen Sparplanaktien, selbst BioNTech hätte funktioniert, wenn du direkt 2019 kurz vor Covid, also kurz nach Börsengang eingestiegen wärst und die lange Zeit für viel höhere Kosten, du wärst heute mit diesem Sparplan auch im Plus. Und der Sparplan ist ja das Schöne, dass du mit Aktien eigentlich nur dann was falsch machen kannst bei einem Sparplan, wenn am Ende die Aktie fällt. Also Bayer ist ein klassisches Beispiel. Also wenn die Aktie nicht hochkommt wieder am Ende. Und also wirklich stirbt. Und deswegen ist die Sparplanidee, das ist wirklich eine spannende. So. Und dann haben wir halt überlegt, welche Sparplanideen, welche Unternehmen sind heute schon groß, so wie Nvidia vor 10 Jahren und können das machen. Und dann hat ein Mensch, der etwas überschwänglich ist, dann einfach diese 4.000 von Nvidia gemacht. Aber die Idee war eigentlich, ich gucke mir ein Unternehmen an, was noch sich vier oder auch meinetwegen verfünffachen kann und was man mit Sparplan einfach jetzt anfängt, weil man nicht weiß, wann passiert das und so weiter. Und die coole Sparplanidee bei Einzelaktien zu machen. Und das ist halt die Idee dahinter. Und das ist ja die gleiche Sparplanidee, wenn du den Nasdaq 100 nimmst. Die ist ja noch weniger gewagt, also wenn man seit 1985 Nasdaq 100 gemacht hat und dann Millionär ist schon, wenn man 85 angefangen hat, war man 2021 schon Millionär. Und mit dem MSCI World muss man 19 Jahre länger sparen. Das ist ja auch eine ähnliche Idee, dass man mit einem Sparplan, wenn das Profil stimmt. Die Idee ist ja vollkommen richtig. Wenn das Profil mir stimmt, bloß um die Schlagzeile. Ja. Das ist für mich ein Etikettenschwindel. Also das ist, finde ich, da muss ja, man ja, aber das ging darum, so das war das, also die 4.200, wenn ich rückrechne, 4.500%, ja, dann kann ich dir auch ganz viele Kandidaten sagen, das die war schon 4.500 gemacht haben. Das war einfach das Synonym für die Nvidia-Idee. So. Das hat der Kollege drüber geschrieben. Ich fand es auch etwas übertrieben, okay. Aber manchmal wenn andere Kollegen die Schlagzeilen machen, ja. Also, manchmal ist man im Überschwager oder gibt es die. Aber die Idee war einfach, ich mache die Nvidia-Idee, versuche ich auf andere Aktien zu machen. Und wenn man sich die Sparpläne anguckt, das glaubt ja einem niemand, dass es wirklich so genial funktioniert. Und dass es eigentlich immer dann funktioniert, wenn es am Ende die Aktie wieder nicht stirbt. So. Und das ist das Schöne am Sparplan. Aber ist natürlich besser, du hast ein bisschen früher und wie der vor 10 Jahren war, eben auch nicht mit 400 Milliarden bewertet, sondern du hast natürlich da fing die Idee an, logischerweise, und wurde sie, aber da war sie schon noch von vielen eben als Geheimtipp gehandelt. Ja, aber wir haben auch durchgeguckt, wenn du Apple 2008 zum iPhone-Start, ja, 2007, klar. Haben wir auch durchgerechnet. Und auch absolut. Da gab es ja am Anfang auch Zweifel, kann das jemals passieren? Natürlich. Und auch da stellt man fest, welche Kraft so ein Sparplan machen kann. Und deswegen. Drum, ich meine, aber der Einstiegszeitpunkt sollte ja zu einem Zeitpunkt sein, wo
wo noch Zweifel da sind und nicht wo. Genau, deswegen macht man ja Sparplan und nicht eine Einmalsumme. Genau, wie so Novo Nordisk, ja, wo dann jeder weiß, irgendwie, das ist jetzt das letzte heiße Scheiß. Nee, bei Novo Nordisk ist der Zweifel ist nicht völlig überbewertet. So, und dann kann man sagen, okay, wenn ich mich beteiligen will und jetzt nicht weiß, ob sie überbewertet und vielleicht nächste Zeit korrigiert, dann mache ich halt einen Sparplan. Dann kannst du sagen, ich und spare dann, in die Korrektur genau, hinein und hoffe, dass, hoffe, dann, dass, auch die dass sie auch kommt, wieder ein neues so Patent irgendwann mal haben. Und möglicherweise, aber das heißt die ist ja halt nicht, innovativ und bisher hat sie es immer hingekriegt. Bisher haben sie immer wieder neue Innovationen ja gebracht, das ist klar. So, aber ich habe übrigens, weil du gerade ja BioNTech erwähnt hast, mir wieder eine kleine Position von BioNTech, wie der Herr Rappold so schön ja gesagt hat im vorletzten Alles auf Aktien-Podcast ja bei euch. Ne? Das, die Idee fand ich da eigentlich ganz, diese Argumentation, dass ihr auch an sich so einem so ein KI-Kram beteiligt haben und das medizinisch nutzen für ihre Forschung. Das finde ich, überzeugt, macht durchaus Sinn. Und ich meine, die haben ja auch ein wahnsinniges Cashpolster und sind, gab es auch jetzt gerade ein Interview irgendwo bei, ich glaube, Focus Money. Ja, sind gut unterwegs in Richtung Krebs. Also da finde ich, das könnte vielleicht eine Sparplan-Idee sein, finde ich, ja, weil sind ja, haben ja nach wie vor auch immer noch Erlöse aus ihren Corona-Medikamenten und mRNA und sind da ja auch immer noch gut positioniert und dann hast du halt das Überraschungspotenzial, dass sie doch im Kampf gegen Krebs da möglicherweise Treffer landen könnten. Und gerade wenn sie so technologisch so fit sind und die sind jetzt halt günstig bewertet. Da ist der erste Hype aus der Corona-Zeit erstmal vorbei und haben jetzt wieder, ja. Das aber wie gesagt, es ist immer das, bei Biotech ist immer eine sehr gewagte Spekulation, ob man auch. Aber da funktioniert ein Sparplan natürlich gut, weil am Ende entweder weiß man, das Ding ist komplett untergegangen, ja, dann ist es natürlich, dann hat es nicht funktioniert, aber wenn es irgendwann aufgeht, wird man entweder übernommen oder die Aktie steigt, weil die Sache sich durchsetzt und dann schießt nach Ende hoch. Und es gibt nichts bei Sparplan nichts Geileres, als wenn eine Aktie fällt und irgendwann kommt der Pivot, also die Trendwende und dann kommst du halt wahnsinnig. Könnte bei Bayer auch noch funktionieren. Also wenn du bei Bayer reingegangen bist, seitdem die Monsanto übernommen hast und sagst, ach, die Idee ist gar nicht schlecht, aber irgendwie sind noch ein paar Risiken, dann ist der durchschnittliche Wert, den du jetzt hast, bei 50 und du hast bei 100 angefangen. Also du hast schon verbilligt, nur sie muss halt dann irgendwann wieder auf 50 kommen, damit ja der Sparplan aufgeht. Und zu Bayer gab es ein interessantes Interview in der Wirtschaftswoche mit einem der frühen Klägeranwälte, die Bayer verklagt haben wegen Monsanto und Glyphosat in den USA. Die sind mittlerweile raus, haben ihre Klagen abgeschlossen und so. Aber der hat so ein bisschen dann auch zur Erhellung insgesamt dieses Prozesses beigetragen und hat gesagt, Bayer hat es halt verpasst, irgendwie irgendwann mal einen Vergleich zu machen mit allen offenen Fällen. Ganz am Anfang hätte man das machen müssen. Oder mittendrin. Ja, ja. So einen riesigen Vergleichstopf. Und das haben sie so aus Prinzip halt anscheinend nicht gewollt, weil sie ja immer noch auf ihrem Recht beharren und dann sagen, ja, wir haben doch, aber die Umweltbehörde hat doch gesagt, das ist nicht krebserregend so und wir haben doch recht, basta. Managementfehler. Ja, und haben gemeint, sie können das alles durchboxen und dann waren sie ja mal einen guten Lauf vor Gericht und dann kam jetzt aber zuletzt dieses, also gerade dieses krasse Milliardenurteil für einen Kläger, Milliardenschadenersatz und wo der Anwalt dann sagte, das macht es jetzt natürlich halt wieder viel, viel schwieriger, um jemals einen Vergleichstopf aufzusetzen, weil jetzt jeder natürlich diese wahnsinnigen Summen vor Augen hat und jeder sagt, ich mache jetzt keinen Vergleich, wenn ich hier Milliarden möglicherweise erreichen kann. Und deswegen ist es natürlich, also ich hatte ja auch immer die Hoffnung gedacht, irgendwie muss doch irgendwann mal bei Bayer auch mal muss man doch da irgendwann einen Befreiungsschlag machen können in dieser Prozessserie. Aber offenbar ist es schwieriger geworden und wird dann eben sicherlich teurer. Ja. Mhm. Also von daher, ich bin jetzt momentan nicht dabei. Ich hatte ja immer wieder mal so eine Bayer-Wette laufen auf dem Turnaround. Und dann war aber da immer wieder rechtzeitig ausgestiegen. Also manchmal ist es eben auch gut, wenn man da immer wieder auch die Reißleine zieht, wenn es gegen einen läuft. Und da gibt es im besten Fall in Deutschland, ich meine ungefähr 22.000 Angestellte in Deutschland. Und wenn du da jetzt beim Abfindungsprogramm mitmachst und sofort zuschlägst, gibt es einen Early Bird Rabatt und dann kriegst du 52 Monatsgehälterabfindung. Boah. Das ist schon und kannst mit 57 in Vorruhestand gehen. Also liebe vier Tage, Wochen, Kollegen, einfach mal zu Bayer, da geht man mit 57 schon in Ruhestand. Ja, aber da musst du erst mal bis 57 dienen. Ja, ja stimmt, muss länger dabei gewesen sein. Die es so lange aushält bei einem Unternehmen, ich weiß ja nicht. Ja, aber das ist wirklich, da wird gerade richtig. Ja, schön. Aber das ist natürlich diese Early Bird, das sind ja immer so.
Dummerweise gehen die besten Leute dann. Das ist immer das Blöde bei diesen Sachen, dass du erstmal die loswirst, die woanders auch ein Gut drum sind. Wir ja immer noch bei Welt, trotz vieler. Ja. Wir haben ja auch immer, aber unsere Abfindungsprogramme waren auch nicht so lukrativ. Ja, also, meinst du? Die es bei uns gab. Nein. Weiß ich gar nicht. Ich habe mir nie ausrechnen lassen. So, aber das waren ja immer begrenzt, glaube ich, irgendwie so auf 2 Jahresgeld oder sowas. Also das oberste Grenze, je nachdem bei euch. Also das war unterschiedlich bei Fernsehen und so weiter. Es gab immer in den Sparten unterschiedliche. Aber sie waren immer auch gedeckelt. Also ich habe es mir aber auch nicht so... Nein, sie waren gedeckelt nach hinten raus. Also die wollen natürlich nicht mehr zahlen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, schon Mitte 50 ist. Da sagst du, da zahle ich dir nicht 50 Jahre aus, weil du bist ja sowieso nur noch irgendwie 7 Jahre oder 8 Jahre oder 9 Jahre da. Aber wenn du, aber ansonsten war das schon, war nicht so unlukrativ. Ich glaube, da gab es schon ganz ordentliche Programme. Aber wir sind noch da. Auch weil es uns Spaß macht natürlich. Ja. Das ist adverse Selektion, würde der Kollege Was wäre ich ohne den Chapitz? Ja. So ist es. So. Aber das. Ja. Dann noch was zu BYD. Ist ja bekannt, deswegen habe ich sie nicht als meinen Bullen. Ich habe sie eigentlich als Bulle mir auch ausgeguckt, was da doch einiges an Nachrichten gibt, der chinesische Autobauer. Aber ist ja bekannt, dass ich die habe, auch eine größere Position nach wie vor bei mir ist und macht ja jetzt wieder Hoffnung. Jetzt fängt sie jetzt. Ich habe ja vor, die Wende schon. Aber ich habe zumindest ja dieses Jahr mich sehr optimistisch für chinesische Aktien geäußert und schon zum Jahresanfang in der Hoffnung, dass es hier mal einen Turnaround gibt. So, und bei BYD gab es zuletzt doch einen guten Nachrichtenfluss. Sie haben jetzt zum Beispiel das erste eigene Autotransportschiff losgeschickt auf große Jungfernfahrt. Das ist jetzt gestern an diesem Montag in Bremerhaven angekommen. Da werden 3000 Fahrzeuge abgeladen und also sie fangen jetzt an, eine eigene Flotte an Schiffen aufzubauen. 7 weitere Schiffe, die sind noch im Bau, also insgesamt soll diese Flotte dann 8 haben. Fahren die da am Roten Meer vorbei? Momentan fahren ja alle unten rum. Ja. Okay. Oder vielleicht werden die Chinesen nicht beschossen, weil sie... Angeblich galt das nur für die, obwohl die Chinesen gehören mit zu den Freunden. Denken, vielleicht dürfen die durchfahren. Wir wissen es nicht. Also ich würde ja momentan da nicht durch sein. Okay. Es ist ja auch nicht so eilig. Da hast du halt einen kleinen Umweg ein bisschen mehr. Diese Autos sind doch so billig, da ist doch die Fracht ist nicht so, da geht nicht so viel unter, wenn das Ding irgendwie... Ist was anderes, wenn du irgendwie andere Schüttgut durch die Gegend fährst, ja. Dann ist das natürlich, machen die Frachtkosten mehr aus beim Auto, das dürfte es nicht so einen großen Faktor ausmachen. Also das ist das eine. Dann haben sie jetzt einen Supersportwagen vorgestellt, im Wert von 233.000 US-Dollar. Ja. Die haben eine Luxusmarke Yangwang, sowas wie Lexus. Mir ganz sicher, das wird der Brüller. Ja, Yangwang. Also Yangwang. Weißt du was? Ich fahre einen Yangwang. Ich sehe schon die ganzen Dullis. Naja, aber den gibt es ja auch nur in China. Also von daher, in China glaube ich. Also ich glaube nicht, dass du hier in Europa damit auf absehbare Zeitpunkte. Wenn du es bei deutschen Rappern den Yangwang siehst, dann weißt du, die haben es geschafft. Vergiss Ferrari und Maserati, hey. Das geilste Zeug, das ist Yangwang. Ich bin ein Yangmann und ich fahre Yangwang. Genau. Wenn du das hörst. Ja, dann. Dann hat es BYD geschafft, ja. Aber bis dahin ist er erstmal auf China begrenzt. Aber ich meine, das ist ja auch nicht das große Geschäft, aber das ist ja wie auch immer in der Formel 1, dass du einfach mal ein bisschen zeigst, was du unter der Haube hast. Mhm. Und der hat 1300 PS unter der Haube. Und das ist so ein bisschen eine Faszination durch Technik. 10 Minuten, wie der Trump sagt? Wie lange hält die Batterie? Haben sie nicht gesagt. 2,36 Sekunden schaffst du es auf 100. So lange wird es ja schon halten. Okay, nee, auf 60 nur. Von 0 auf 60 in 2,36 Sekunden. Was ist denn das? Von 0 auf 60, es ist hier in Meilen, sehe ich gerade. So, also, das ist dann 0 auf 100. 192 Meilen pro Stunde ist die Höchstgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, was das umgerechnet ist. So, auf jeden Fall. Das ist eine andere Nachrichtigkeit. Dann Nachrichtigkeit. Nachrichtigkeit, sehr schön. Ja. Neuigkeit und Nachricht. Okay, ich würde meinen Sohn jetzt immer sagen, der immer diese so ein Rap Fan ist, der wird also mir dann sagen, wenn er dieses Auto sieht, China-Rapper mal ein Hong Hong Hong. Nee, das sind Südkoreaner. Das ist eine andere. K-Pop. Ja.
Das ist K-Pop. Aber das ist auch teurer, wenn du da zum Konzert gehst. So. Ja, aber wenn die vielleicht, aber die, vielleicht der K-Popper. Meinst du, der hat einen Yang Wang? Nee. Der K-Popper ist ja bei E-Hang eingestiegen, ja. Das habe ich ja schon mal erzählt, ja. Andere Geschichte. Und dann, was jetzt auch nochmal die BYD-Aktie vor allem getrieben hat, die ist nämlich jetzt auch schon um 18% seit dem Jahrestief. Vor 3 Wochen gab es ein Jahrestief. Seitdem hat sie um 18% sich jetzt wieder erholt. Das war, ich habe heute Sprechschwierigkeiten und so. Unter anderem getrieben hat jetzt Li Auto. Die haben nämlich sehr gute Quartalszahlen vorgelegt. Umsatzwachstum von 136%, Aktie in Hongkong 25% gestiegen. Und das hat BYD auch geholfen. So, es ist also ein bisschen was, ein paar News hier, die BYD auch mit China mal wieder auf die Beine helfen. So. Kram. Gut. Hast du was gekauft? Gekauft habe ich auch, wie gesagt, BioNTech. BioNTech und noch irgendwas? Und nach dem Aktienpodcast vom letzten Samstag habe ich Robin Hood. Das fand ich auch eine gute These, die ihr da hattet. Ja. Das ist Robin Hood. Jetzt vom anziehenden Handel wieder profitiert, vor allem von den Optionsgeschäften. Siehst du, und das ist ja auch unser Thema heute. Ja, und genau, das ist unser Thema. Also deswegen Robin Hood und daraus abgeleitet auch noch eine andere Aktie, die habe ich schon sogar schon ein bisschen länger. Und werde ich gleich als Bulle der Woche vorstellen. Und aber Robin Hood, dann verdiene ich halt mal am Bitcoin auch mit. Ich meine, hallo. Oh, dreht jetzt der Defner? Jetzt muss ich aber hinhören. Wenn der Defner nein, dreht, das ist keine Wette auf den Bitcoin. Aber wenn die halt Bitcoin, ich kann es ja nicht vermeiden, dass ich auch mit Bitcoin umsetze. Aber das ist das Hauptargument war für mich wirklich sozusagen der Optionshandel, der wieder beliebter wird. In Amerika ist es ja wie Bolle Option. Die Börsenhosse, die einfach jetzt auch wieder Anleger reintreibt. Und da muss eigentlich hier der Kleinanleger, da muss Robin Hood doch eigentlich auch wieder deutlich mehr mitverdienen, wenn wir so eine Börsenrallye haben. Klar, Fixkosten und dann Idee, zack, geht's bei, hoch. Ja. Bei BioNTech. Bye-bye. Sag mal, Defner. Robin Hood. Hier hat auch jemand geschrieben, wir sollten uns besser vorbereiten und dieses, ich habe da auf irgendeinem Zettel stehen, das würde die Hörer beleidigen. So. Ja? Ja? Ja, aber wir machen das auch ein bisschen. Es ist auch ein bisschen Nebenjob. Und außerdem haben wir hier so ein kleines Studio, wo ich schon wieder Sauerstoff. Weißt du, aber es gibt Menschen, die das hauptberuflich machen. Und jetzt kannst du nicht kommen und sagen, na, wir haben das so als Nebenjob. Jetzt habt mal Verständnis dafür, wenn ich anfange zu stottern, ehrlich, meine Zettel nicht gerade kriege und auch sonst irgendwie nur die Hälfte hinkriege. Menschen machen das hauptberuflich, das stimmt, ja. Die werden dafür halt auch bezahlt. Podcast. Ja, die werden dafür bezahlt. Die machen dann dafür irgendwelche Schleichwerbungen, machen wir alles nicht. Wir kriegen hier keine Mark extra und noch nicht mal Inflationsprämie so. Und da muss man die anspruchsvollen dann, auch ein bisschen runterschrauben und außerdem Sauerstoff hätte ich auch gerne nochmal. So, also Sauerstoff in unsere Kabine. Also wenn es die Wortfindungsstörung gibt, dann liegt es einfach daran, dass wir hier in so einer kleinen Kabine sind und der Sauerstoff knapp wird und deswegen kein Sauerstoff ist. So, jetzt würde ich mal einfach meinen Bären machen, damit wir hier mal zu Bulle und Bär kommen. Nicht, dass wir wieder mit der Diskussion heute hinten, die runterfällt und das wollen wir ja nicht. Also mein Bär der Woche ist Google. Und die Aktie habe ich auch, die hatte ich im Sparplan, das habe ich jetzt gestoppt, weil ich habe da... Ich weiß nicht, ob ich sie shorten würde, aber ich habe da auf jeden Fall ein ungutes Gefühl. So, was ist passiert mit Google? Warum ist Google mein Bär der Woche? Naja, wir kennen ja alle diesen journalistischen Leitspruch von Rudolf Augstein, sagen, was ist. Und in der digitalen Welt gibt es ja immer häufiger so die Sache, nicht mehr sagen, was ist, sondern Haltung zeigen. So. Und ich finde so Haltungsjournalismus immer schon schwierig, weil ich muss niemandem erzählen, wie er was zu machen hat. Ich kann meine Ideen sagen, wie ich was einschätze oder kann eine Sache sagen, aber wie jemand das dann nutzt oder macht, das soll er selbst machen. Und bisher dachte ich auch immer, Google wäre so sagen, was ist. Das Internet, gesammelte Wissen kann ich über Google abfragen. Und das war die Idee von Google. Und das ist einfach neutraler Informationsaufbereiter. Und ich kann einfach was eingeben in den Suchschlitz. Wahnsinnig cool. Und dann kommt das Wissen der Welt raus. Und jetzt muss ich aber feststellen, dass der KI-Bot Gemini eben nicht das Weltwissen irgendwie präsentiert, sondern dass er das Weltwissen interpretiert. Und zwar aber nicht irgendwie mal so, sondern schon so nach so wünschenswerten Sachen, so haltungsmäßig. Und dann konnte man, also das ging darum, Bilder zu generieren und dann steht auch in den Guidelines, wir wollen keine Stereotype weiter verbreiten und wir wollen halt irgendwie Wünschenswertes zeigen. Nur das Problem war, wenn du dann
historische Abfragen gemacht hast und keine aktuellen. Historisch gesehen gab es halt bestimmte Vorkommnisse und die kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber die waren halt einfach so. Und das ist halt einfach ein Fakt. Und dann konnte man beispielsweise sich Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, deutsche Soldaten in Uniformen konnte man sich generieren lassen. Und dann hat die Gemini halt, weil sie halt divers sein will, nicht nur einen klassischen deutschen Soldaten gezeigt, sondern auch noch einen schwarzen Soldaten, dazu noch eine asiatische Frau und noch eine zweite Frau. Also war dann auch noch zwei Frauen, zwei Männer. Und von den Männern war natürlich einer auch People of Color. Und das ist natürlich schon so ein bisschen, da denkt man sich so, ja, was ist da los? Jetzt kann man natürlich, die Bilder sind im Internet gewesen und alle haben drüber gelacht und so weiter. Ja, man kann drüber lachen, aber was ich problematisch an der Sache finde, wenn ein neutraler Informationsverarbeiter auf einmal anfängt, mich irgendwie erziehen zu wollen und mir einen Auftrag mitzugeben, dann habe ich irgendwie, da fängt bei mir an so ein bisschen, da kriege ich so ein bisschen Probleme und denke mir so, wie ist das denn bei der normalen Suchmaschine? Fangen die jetzt vielleicht auch an, mir demnächst die Anzeigen irgendwie anders zu machen und fangen die jetzt auch an, irgendwie mich mit besonderen Sachen, die weiter oben zu machen, andere runter zu ranken, und das wird aber nicht nach irgendwie wissenschaftlichen Kriterien gemacht, sondern nach dem, was da für Mitarbeitende arbeiten. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Und dann gab es Marc Andreessen, der hat ja auch gesagt, I know it's hard to believe, but big tech AI generates the output it does because it is precisely executing the specific ideological radical biased agenda of its creators. Und da stellt man ja fest, und wenn die Zukunft halt AI ist, und ich stelle mir vor, irgendwann werden die Kinder in der Schule auch AI machen und dann sind sie beim Elternabend, muss dann entscheiden, nehmen wir die AI im Unterricht, nehmen wir die. Das ist dann halt auch wieder ein spalterisches Element. Und wenn jetzt schon anfangen, nicht nur die Social Media Unternehmen, die irgendwie so ein bisschen rechter sind bei X und die anderen sind eher bei da und bei da. Und jeder hat dann sein eigenes Feld, und jeder hat seine eigene Suchmaschine und so. Das finde ich halt ein extrem, extrem schwieriges Feld. Und ich denke, auf jeden Fall dieses Gemini-Ding hat Google extrem geschadet, meines Erachtens. Und dann habe ich mir mal Google angeguckt und habe mir gefragt, warum ist eigentlich Google so, wie sie sind? Und guck dir an, sind 1,8 Billionen schwer und Nvidia mit einem wesentlich niedrigeren Umsatz sind viel, viel größer mittlerweile. Und ich denke mir, ein Unternehmen, was dem das Internet gehört, wie man es so schön sagt, das kann doch nicht nur 1,8, das müsste doch 5 Billionen, 10 Billionen oder was auch immer, das müsste doch viel, 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 viel größer sein. Und da denke ich mir so, hey, was ist bei diesem Unternehmen passiert? Und dann habe ich mir mal angeguckt, die Mitarbeiterentwicklung von Google. Denke mir so, was ist in den letzten 10 Jahren da passiert? Und die haben, im Jahr 2013 hatten die 47.700 Menschen, die da gearbeitet haben. Und vergangenes Jahr, 2023, hatten sie 182.000. Also sie haben es fast vervierfacht, also verdreieinhalbfacht. Und jetzt frage ich mich, verdreieinhalbfacht? Haben wir da verdreieinhalbfachte Verbesserung der Suchexperience seit 2013? Das ist immer noch der gleiche Suchschlitz. Und ich würde sogar sagen, dass es sogar schlechter geworden ist, weil sie viel mehr verklattern, Werbung reinmachen und sonst wie. Gibt es irgendwelche Innovationen von Google, die irgendwie gebracht haben mit diesen vielen Menschen, die sie haben? Und irgendwie denke ich mir, dieses Unternehmen scheint, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Vielleicht haben sie irgendwie, ich weiß nicht, was diese ganzen Menschen da gemacht haben. Also ich habe bisher keinen technologischen Fortschritt. Ich habe noch, weiß nicht, hast du irgendwas gesehen, was bei Google besser ist? Ich sehe es nicht. Sie haben jetzt, ich sehe nur rein Google oder meinst du Alphabet insgesamt? Ja, aber von Alphabet hast du ja auch keine. Ja, die haben teilweise wahnsinnige Sachen. Große Investitionen in Alphabet. Und, ja, und ist da einer hochgezogen bisher? Naja, aber bisher, so ist halt bei Startups dauert es halt länger. Ja. Und ich meine, kannst du auch sagen, bei Nvidia ist von den anderen Startups, an denen sich beteiligen, wenn du die Mitarbeiter alle bei Nvidia mit reinrechnest, da haben sie auch mehr. Und die machen halt die Alphabets im Haus quasi und entwickeln sie. Also da bin ich nicht so. Waymo zum Beispiel sind wahnsinnige Fortschritte beim autonomen Fahren, sind da ganz vorne mit dabei. Und dann gibt es halt den Durchbruch irgendwie eines Tages wieder, wie bei der künstlichen Intelligenz. Ja, das aber ist dafür halt, aber das so ist viele Leute mehr? Dafür so viele Leute mehr? Ich das finde, ist das halt cool, schön an Google, glaube, dass die haben immer im Biotech-Bereich Forschungen in allen Bereichen. Also da würde ich jetzt bloß das eine ist jetzt eine Erfahrung, die dir nicht gefällt. Das, aber daraus zu schließen, dass die Aktie Mist ist, das sind, glaube ich, das sind zwei verschiedene. Überleg doch mal. Das Einzige, die haben gerade beim Suchmarkt irgendwas 95%. Und ich würde vermuten, jeder, der Google
bei der Suche schon immer suspekt fand, wird jetzt, nachdem er dieses Erlebnis gehabt hat, würde denken so, oh, jetzt muss ich mir was Neues suchen. Und ich würde vermuten, dass diese 95%, dieser Punkt wird auf jeden Fall sinken. Und dann möchte ich sehen, wo sie dann die Innovationskraft herbekommen und das Ding dann rumbekommen. Und ich glaube, wenn ich mir die Aktie angucke, die ist mit 5,6 Mal Umsatz bewertet. Und wie kann es sein, dass ein Unternehmen, was das Internet gehört, 5,6 Mal das Internet ist ja auch schmarr. Das ist das Internet. Das ist ein Riesending. Und es kann ja nicht sein, dass sie so niedrig bewertet sind. Und da sieht der Markt sieht schon irgendwas, was da irgendwie ist. Es kein gut geführtes Unternehmen, völlig aus dem Ruder geraten mit den Menschen, die da arbeiten, die völlig, weiß ich nicht, in Hybris glaube ich arbeiten und die glauben, sie haben den Job fürs Leben oder sonst was. Also ich würde sagen, dieses Unternehmen, da ist irgendwas schief. Und das hat mir diese KI gezeigt. Deswegen bin ich relativ vielleicht. Ist es einfach nur eine persönliche Befindlichkeit, weil ich im Osten einstufen. Groß geworden bin und wenn mir jemand Blödsinn vorsetzt. Also irgendwie Geschichtsfälschung, das finde ich jetzt schon, wenn man irgendwie so, das finde ich ja auch total Mist, aber deswegen gleich zu sagen, das ist jetzt dieses ganze Unternehmen ist deswegen Mist, also das. Aber das muss doch durchsetzt sein von genau diesen Sachen, aber das muss die es These, doch sein. Das ist das alles durchsetzt und deswegen ist die ganze Internetsuche scheiße und deswegen kriege ich da auch nur noch Fake News vorgelegt. Das Nein, ist ich habe nicht gesagt ist, Fake News. Nee, aber so klingt das ja irgendwie so, das ist eine Erfahrung ist jetzt irgendwie eine negative Erfahrung, was ich auch nicht korrekt finde, sowas darzustellen. Wie gesagt, in der Vergangenheit liegen die Dinger, also so, das ist doch schon wirklich für mich ist das Geschichtsfälschung, ja. So, und das geht natürlich nicht. Aber deswegen zu sagen, das ist alles Mist, was die machen, das würde, also da würde ich jede Zeit gegenwetten und wir können gerne auf die. Gut, dann wetten machen wir mal eine Google-Aktie zum Jahresende. Wir machen ja hier nicht die Langfristwetten, aber. Also, dass die Google-Aktie auf jeden Fall höher steht, da bin ich mir absolut sicher. Okay. Dann haben wir eine Google-Wette gemacht. Die leiden ja, ich meine, die sind halt auch vom Werbemarkt abhängig, der in weiten Teilen der Welt noch schwach ist. Und das sind die anderen Abhängigkeiten. Und bis du aufhörst, bei Google zu suchen, also da muss viel passieren, glaube ich, dass du dich da umgewöhnst und die Bing-Suche startest oder was auch immer. Und dann gefällt dir da auch irgendwas nicht. Vielleicht guckst du mit AI-Kisten, vielleicht guckst du, OpenAI fängt an, auch eine normale Suche zu machen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab nie einen besseren Zeitpunkt, als es jetzt zu machen. Und du darfst ja nicht vergessen, Google hat immer argumentiert, wir haben bei AI noch nicht, wir sind noch hinten dran, weil wir nie was machen wollen, was falsch ist. So, deswegen kamen sie erst hinten dran. So. Und dann machen sie was und es ist ein solcher Plunder. Und du kannst ja, auch vor allem ist ja schon nach Bart auch wieder der zweite, also das ist, die haben da keinen guten Lauf in dem das, Sinne. Ja. Das kommt dazu. Und dann, aber es ist nicht nur so, dass es jetzt irgendwie diese Bilder so schlecht generiert sind. Du kannst auch zum Beispiel fragen, weiß ich nicht, Norman Rockwell ist ein amerikanischer Kitschmaler gewesen, hat irgendwelche Titelbilder 1940 bis 1960 gemacht und dann siehst du so amerikanische Familien und so weiter. Und wenn du dazu diese Google Gemini fragst, dann wird das, dann steht da, Rockwell's paintings often presented an idealized version of American life, omitting or downplaying certain realities of the time, particularly regarding race, gender und social class. Das ist, was dem einfällt. Und jetzt musst du dir überlegen, du willst deinen Kindern irgendwann mal, du kannst ja sagen, Als erstes musst du sagen, hey, das war ein Typ, der hat das gemacht. Und du kannst ja gerne sagen, der hat die idealistische amerikanische Familie und hat das gemacht. Aber das als die große Geschichte von dem Typen zu machen, hey, Guys, ey, da ist jedes Wikipedia besser als die künstliche Intelligenz mit Google. Und da muss ich sagen, deswegen denke ich, wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt und nicht vorher gestoppt worden ist, dann muss an dem Unternehmen irgendwas falsch sein. Aber das wäre mein Gefühl. Mich freut ja, dass jetzt deine Altgläubigkeit in KI etwas untergraben wird. Ja, KI sollte uns ja schon irgendwie komplett wie alles abnehmen und erlösen und alle unsere Jobs übernehmen. Von daher sehen wir doch jetzt mal, wie fehlerhaft AI ist und künstliche Intelligenz ist. Was heißt fehlerhaft? Das ist gelenkt. Ja, gelenkt. Das ist ja nicht fehlerhaft, weil oder es einfach falsch trainiert oder was auch immer, ja, oder wo auch immer trainiert eingestellt. Aber es ist nicht das, was viele gedacht haben, dass das die absolute Perfektion ist und sondern dass es entweder eben fehlerbehaftet ist, weil nur Segment eben nicht, dass es den Menschen einfach nicht ersetzen kann, komplett. Ja, so würde ich einfach, das würde diese These nochmal mehr unterstreichen. Gut.
Bär so. Der Woche, Google. Bär der Woche, so, Google zu, und wir machen die Google-Wette und ich sage, ja. Stehen Jahresende, ich glaube eher, dass die Nachholbedarf haben im wahnsinnig günstig bewertet. Ja, da genau. Ist aber das aber for a reason. Aber gut, ja, und sagst, wie gesagt, die haben other bets aus ganz anderen Bereichen, das hat überhaupt nichts mit Ideologie zu tun und Waymo und so weiter. Und eines Tages wird auch das autonome Fahren einen Durchbruch erleben, wie es heute die künstliche Intelligenz erlebt hat. Und dann werden alle sagen, oh, Waymo, ja, so. Und dann, wie gesagt, dann wird natürlich Tesla auch wieder eine Rolle spielen. So, apropos Bär der Woche, da bin ich ja schon bei Tesla. Und wie gesagt, ich bin momentan nicht investiert. Nicht investiert, ja, kein Interessenkonflikt, ja, ich kann da frei von der Leber. Da gab es in der letzten Woche eine Ablehnung bei einer Bürgerbefragung in Grünheide. Die haben ja ein großes Werk gebaut hier in Deutschland, da haben wir schon oft darüber diskutiert, das ja auch von Anfang an umstritten war. So, und nun wollte also oder will nach wie vor Tesla dieses Werk erweitern. Sie haben ja bisher schon eine Fläche von ungefähr 300 Hektar, wo eben ihre E-Autofabrik steht. Diese soll ja auch in den Kapazitäten erweitert werden. Und jetzt wollen sie gerne eine angrenzende Fläche von rund 170 Hektar zusätzlich haben und wollen dort einen Güterbahnhof, Lagerhallen und eine Betriebskita errichten. Ja, und das ist unter anderem eben für den Ausbau der Produktion in der Gigafactory, damit man eben hier von den geplanten 500.000 Autos im Jahr auf 1 Million kommt, die Kapazität verdoppeln will und natürlich entsprechend auch die Zahl der Mitarbeiter hier um Tausende nochmal erhöhen will. All das will man und dafür braucht man eben auch diese weitere Kapazitäten, vor allem zum Beispiel Lagerhallen wollen sie dafür benutzen, dass sie einfach mehr auf Lagerhallen, sie haben jetzt die bittere Erfahrung gemacht, dass sie nicht produzieren konnten wegen der Lieferkettenprobleme aufgrund der Houthi-Rebellen und da haben sie ja 2 Wochen Produktionspause machen müssen. So, aus der Erfahrung wollen sie jetzt Teile länger lagern, dafür mehr Lagerhallen errichten. Dann wollen sie einen Güterbahnhof bauen, um mehr ihre Güter vor- und abzutransportieren. Unfreundlich mit der Bahn, ja, kann ja eigentlich auch keiner was dagegen haben, statt es auf LKW zu packen und dann durch die kleinen brandenburgischen Gässchen und Straßen zu kutschieren. Und eine Betriebskita, ja, okay, das nutzt dann hauptsächlich den Mitarbeitern, aber wir wissen ja auch bei unserer Kita, bei Axel Springer, da werden ja auch in der Regel dann ortsansässige Kinder dann aufgenommen und so weiter. Das könnte auch dem Ort nutzen. Und es gab jetzt also eine Bürgerbefragung in Grünheide, ja, und dann wurde mit 2/3 Mehrheit dieses Vorhaben abgelehnt. 3.499 Anwohner haben dagegen gestimmt, 1.882 dafür. Also noch nicht mal 6.000 Menschen, die da über Wohl und Wehe quasi entscheiden konnten der Zukunft von Tesla. Wahlbeteiligung war 70%, also doch eine hohe Wahlbeteiligung natürlich. Man muss dazu sagen, diese Bürgerbefragung ist nicht bindend, sondern nur quasi eine Befragung. Der Gemeinderat muss sich nicht daran halten, aber es gibt jetzt schon Stimmen aus dem Gemeinderat, die dann sagen, ja, wir wollen dieses Votum schon berücksichtigen und jetzt haben sie erstmal diesen Bebauungsplan in der bisherigen Form, wollen sie nicht mehr zur Abstimmung stellen. Jetzt versuchen sie also hier irgendwie nochmal Dinge zu ändern, Dialog zu suchen und so weiter und so fort. Das ist ja auch ganz richtig und so weiter. Aber das Problem, finde ich, ist halt einfach, wenn man sagt, okay, jetzt kann wirklich so eine kleine Gemeinde, auch wenn es der Gemeinderat tut oder wer auch immer, oder eben eine Bürgerbefragung in diesem Ort, die jetzt nun schon wirklich über den großen Segen von Gewerbesteuereinnahmen verfügen, von Tesla, wahrscheinlich schwimmen die schon so in ihrem Geld, dass sie sagen, oh Mensch, mehr brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es da eh schon alles, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Verhältnisse sind, aber auf jeden Fall fließen natürlich in diese Gemeinde ja unheimlich viele Gewerbesteuereinnahmen schon jetzt und so. Und dann zu sagen, ach Mensch, aber jetzt blockieren wir hier mal den weiteren Ausbau, das ist schon eine problematische Situation, vor allem weil einfach Arbeitsplätze dranhängen für
ja, nicht nur Gemeindemitglieder von Grünheide, sondern weit darüber hinaus in Brandenburg. Und weil diese Tesla-Fabrik einfach so ein wichtiger Leuchtturm in Deutschland ist, wir reden jetzt die ganze Zeit von der Gefahr der Deindustrialisierung in Deutschland. Und jetzt kommt mal einer daher und will tatsächlich wieder reindustrialisieren und den weist man so in die Schranken, weil man sagt, oh, da müssen jetzt aber nochmal auch Waldwälder abgeholzt werden. Und das sind ja in der Regel, sind es in der Gegend sind es ja Monoplantagen, irgendwelche Nadelholzwälder, die sind jetzt kein tropischer Regenwald. Und in der Regel gibt es ja diese Auflagen, dass Tesla dann andere Grundstücke aufforsten will, im Prinzip alles wieder renaturieren will. All diese Gegenargumente hat man ja schon bei Bau der Fabrik ausführlich diskutiert. Also von daher finde ich, es ist wirklich ein Unding und so ein bisschen, also von dieser Gemeinde, von den Gemeindemitgliedern, ja, ein bisschen sehr, ja, egoistisch, finde ich, ja, dass man sagt, okay, wir nehmen gerne all diese Wohltaten von Tesla, aber jetzt legen wir ihnen hier Steine zwischen die. Und wenn Leute unbedingt, dann sollen sie halt da wegziehen und ihr Häuschen verkaufen und den fünffachen Relais einstreichen und dann irgendwo in die Uckermark ziehen. Wenn sie ihre Ruhe haben wollen, kann man ja auch alles verstehen. Aber wir können nicht sagen, dass irgendwie 6.000 Leutchen irgendwo die Zukunft Deutschlands blockieren können, weil man hier keine Fabrikerweiterung mehr durchführen kann. Genauso wie es halt diesen Widerstand am Anfang der Fabrik gab. Ich finde, das ist wirklich problematisch in Deutschland. Das Gleiche ist ja mit Windparks, habe ich eine Geschichte gelesen, auch dass in Bayern für Wacker Chemie sollte ein Windpark günstigen Windstrom liefern und der sollte da gebaut werden und Wacker wäre dringend auf diese günstige Energie angewiesen, aber Bürgervotum wurde abgelehnt. Und so, wir können nicht immer darüber jammern, dass es keine günstige Energie gibt, dass es hier keine Industrie gibt, dass es abwärts geht mit dem Standort Deutschland. Aber dann werden solche Projekte verhindert und das kann nicht sein. Ich bin grundsätzlich Gegner von direkter Demokratie, weil das immer dazu führt, das hat man in Berlin auch schon so oft gesehen, Beispiel Tempelhofer Feld, gegen ein Urteil gegen Bürgervotum gegen Bebauung des Tempelhofer Feldes und Enteignung von Wohnungskonzernen und so weiter, dass immer irgendwelche Einzelinteressen da durchgesetzt werden, weil man halt gerade schon hier lebt und es gut hat und eine günstige Miete hat und ja, gerne so das einfrieren möchte. Aber das muss einfach in einer repräsentativen Demokratie anders entschieden werden als über die kleinbürgerlichen Beteiligungen und Entscheidungen vor Ort, sondern das muss im Großen und Ganzen gesehen werden. Deswegen für diese Bürgerbefragung in Grünheide mein Bär der Woche. Ja, gibt aber auch Bürgerbefragungen, die in der Schweiz funktioniert. Ja, in der Schweiz, die haben da eine andere Kultur. Ja, und ja. Da ist irgendwie eine andere Verantwortung da und eine andere. Das ist, glaube ich, wirklich das einzige Beispiel, wo direkte Demokratie irgendwie funktioniert und nicht immer nur im Populismus endet. Ja, also es aber das ist, und es muss, wenn dann einfach, finde ich, handeln und haften und Verantwortung und dann einfach auch, dann würde ich jedem gleich mal wieder Sozialhilfe kürzen. Ja, ja, aber das ist Problem ist, wenn du halt da, die haben ja kein Interesse, denen geht es jetzt gut genug. Ja, denen geht es jetzt gut genug, genau. Das ist halt ein reiner... Kann es wirklich sein, dass eine Gemeinde, eine kleinste Einheit irgendwie das, weil das wird immer jeder, wenn du, ja, mich fragt auch keiner, ob in Berlin irgendwas, ich meine, du triffst hier auch keine Entscheidungen auf, keine Ahnung, wie groß 6.000 Einwohner in Berlin sind, zwei Häuserblocks oder wie, keine Ahnung, nicht zwei Häuserblocks, aber also ein kleineres Karree, dass du so heruntergebrochene Entscheidungen triffst. Sondern. Also, auf jeden Fall wird deutlich, Deutschland hat nicht nur unfähige Politiker, sondern das Land ist auch selber zum Teil dran schuld an der Misere, weil wir selbst da irgendwie zu kurzsichtig sind und auf anderen Stellen Milliarden ausgegeben werden, um irgendwie nach Magdeburg den Intelmann zu kriegen und da gehen ein paar People und sagen, oh nö, hätte ich jetzt alles. Ja, und wie gesagt, und dann müssen wir halt sehen, die Konkurrenz aus China, die zieht halt Fabriken hoch, natürlich auch staatlich subventioniert, die quasi E-Autos flutmäßig herstellen und sie dann mit eigenen Schiffen um die Welt schippern. Ja? Und dann können wir sagen, okay, wollen wir nicht, aber da müssen wir vielleicht auch dem selber was entgegensetzen und hierzulande welche bauen lassen zumindest. Gut, dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Ist dadurch angeregt, dass
der Wirtschaftsminister Habeck jetzt die Idee hat, dass man auch in Deutschland Carbon Capture Storage erlauben soll. Das war ja bei den Grünen immer so ein schwieriges Thema, was ja auch nachvollziehbar ist, weil viele Unternehmen dann natürlich sagen, ja, da muss ich ja gar kein CO2 einsparen, da muss ich mir einfach nur Carbon Capture machen, mir an meinen Schornstein irgendein Ding bauen und dann wird das einfach der CO2 genommen und in den Boden oder ins Meer oder wo auch immer hin oder zu Parkbänken verarbeitet. Deswegen war das immer nicht besonders beliebt, aber auf jeden Fall ist es jetzt auch in Deutschland erlaubt. Und was ich mir angeguckt habe, ist, Problem bei Carbon Capture ist ja, CO2 in die Luft zu pusten. Da muss man CO2-Preis bezahlen. Und den CO2 irgendwie abzuscheiden und im Boden zu speichern oder zu anderen Sachen zu verarbeiten, das ist halt relativ energieintensiv. Und das kostet halt auch was. Und ich glaube, erst ab einem CO2-Preis von ungefähr, je nachdem, was für ein Verfahren du nimmst, von 120, 150 Euro pro Tonne, ist dieses Verfahren profitabel. Lohnt sich das, weil ich halt so viel Energie reinstecken muss. Und sonst kann ich ja sagen, kaufe ich mir ein paar CO2-Zertifikate und puste es in die Luft. Und da bin ich bei meinem Bullen der Woche. CO2-Preis, der ist wahnsinnig gefallen, jetzt auf kurz über 50, ist ja eine meiner Ideen gewesen, schon immer, war zu gut, um wahr zu sein, stellt sich jetzt raus, war auch zu gut. Die Idee ist ja dahinter, wir wollen bis zum Jahr 2030 55% weniger CO2 haben im Vergleich zu den 90er Jahren. Hatten wir vorher noch ein bisschen anders, hatten wir glaube ich nur minus 40. Und die Idee ist daran, ich gebe dann CO2-Zertifikate aus und jeder, der irgendwie CO2 auspusten will, muss ich halt so ein Zertifikat kaufen. Ich habe einen Zertifikatehandel, dadurch entsteht durch Angebot und Nachfrage halt ein Preis und jedes Unternehmen, je höher der Preis ist, desto mehr ist der Anreiz, das zu sparen, andere Verfahren anzuwenden und so weiter. So, das war die Idee. Die Zertifikate nehmen pro Jahr in bestimmten Volumen ab, Prozentzahl ab und es wird auch nochmal zusätzlich nochmal innerhalb von einigen Jahren immer mal noch welche zusätzlich entnommen, um das Tempo ein bisschen zu erhöhen. Und dann geht also die Zertifikate, die gehandelt werden, also die Maximumgrenze, die geht runter und gleichzeitig werden aber mehr Branchen in diesen Zertifikatehandel aufgenommen. Derzeit ist ja noch Verkehr und Wohnen ausgenommen. Da gibt es ja diesen politisch vorgesetzten Preis 45 Euro pro Tonne. Ist immer fast jetzt schon bei dem, was an den Märkten gehandelt wird. Und da soll jetzt ja demnächst die Schifffahrt mit reinkommen. Es soll beispielsweise Mülldeponien sollen mit reinkommen, also wenn ich Müllverbrennung mache. Und dann soll ich mir auch diese Zertifikate kaufen können, um eben da CO2 ausstoßen zu dürfen. Also es kommt mehr Nachfrage, weniger Angebot, sollte eigentlich der Preis hochgehen. Problem ist jetzt, seit 2021 gab es ja dann den russischen Angriffskrieg, dann hatten wir halt einen Gasengpass und dann wurde halt mehr Strom aus Kohle verbraucht und dafür brauchte ich natürlich mehr CO2, also mussten die mehr Zertifikate kaufen und dann ging halt der Zertifikatepreis bis auf 100 hoch und alle haben gedacht, ich eingeschlossen, Mensch, guck mal, man sieht schon diesen klassischen Mechanismus. Wir haben hier diesen CO2-Preis, der zeigt an, wir müssen dafür mehr ausgeben. Also ist für die Unternehmen, hat das einen Anreiz, da irgendwie zu sparen und so weiter. Nur dann haben wir irgendwann festgestellt, oh, gibt gar keinen Gasmangel, es wird wieder mehr Gas eingesetzt, wir brauchten weniger Kohle. Insofern dann sind die Nachfrage aus dem aus der Energieerzeugung ist nachgelassen, 20% weniger Zertifikate im vergangenen Jahr und dann ist halt der Preis gefallen von 100 auf mittlerweile knapp über 50 und jetzt stehen wir da halt und jetzt ist halt die Frage, was passiert und meines Erachtens, auch weil ich das für wünschenswert halte, dass die Preise hochgehen, um eben eine Lenkungswirkung zu haben, wird glaube ich schon, dass die Preise wieder hochgehen. Und man kann auch da dabei sein mit Zertifikaten. Es gab eins von der Société Générale, das ist mittlerweile nicht mehr erhältlich. Das Problem ist nämlich, man kann auch diese Dinger nicht direkt für Kleinanleger handelbar machen, sondern man muss es wieder mit an den Terminmarktbörsen, dann an der Strombörse, muss man halt diese einzelnen Terminmarktprodukte immer rollen. Das wurde immer so gemacht, dass es einmal im Jahr gerollt wurde. Aber dabei war bei dem einen Produkt wahnsinnige Rollverluste gekommen. Und immer wenn ein Rollverlust kommt, also nebenan, ich habe einen Preis von 500 und muss jetzt in den nächsten Kontrakt rollen, der nächste Kontrakt ist aber 1000. Dann habe ich also eine Differenz von 500 und diese 500, die wird jetzt als, das wird dem Zertifikat
Zertifikat negativ gut geschrieben als Bewertungsveränderung. Das ist ja Rollverlust. Und wenn ich natürlich immer mehr Rollverluste habe, dann irgendwann bietet das Ding nicht mehr ab. Und deswegen hat die Société Générale dieses eine Zertifikat nicht mehr angeboten. Jetzt haben sie ein anderes, was das macht. Man kann auch ein Wisdom Tree Carbon ETC kaufen. Der ist ein bisschen cleverer gebaut. Da kann man besser an dem Carbon-Preis teilnehmen. Es gibt auch noch eins mit wenn man es gerne noch ein bisschen mit hebeln möchte. Aber das würde ich möglichst nicht machen. Das reicht ja schon die normale Sache. Jetzt habe ich mal geguckt, was sind so die Prognosen. Und da gibt es halt eine Prognose bis zum Jahresende bei 70. Also wenn wir jetzt bei ungefähr kurz über 50 sind, hätten wir nochmal so 30-40% Potenzial. Und bis zum Jahr 2030 sagen viele, dann müsste der Preis bei 150 ungefähr sein. Dann würde auch diese Carbon Capture sich lohnen. Und deswegen glaube ich schon, dass man das, es wäre jetzt nicht mein großes Investment, aber wenn man einfach mal das als Idee, und es ist auch politisch wünschenswerte Sache. Also man kann ja sagen, ich mache damit Klimaschutz, wenn ich nämlich so ein Zertifikat mir kaufe, kaufe ich ja so ein Zertifikat und beteilige mich ja dann auch, dass Zertifikate mit aus dem Markt genommen werden, weil natürlich die Bank, wenn ich so ein Zertifikat kaufe, natürlich auch sich absichern muss über die Dinge und deswegen nehme ich dran teil an dem ganzen Handel und sorge mit dafür, dass der Preis steigt und habe das Gute mit dem Nützlichen verbunden und deswegen mein Bulle der Woche. CO2, ich habe das schon ein paar Mal hier die Idee gehabt. Doch, noch eine Nachfrage, du hattest doch auch immer eine Carbon Capture Aktie. Ist deren Geschäft lohnt, ab welchem CO2-Preis? Ab über 100, 120 bis 150. Das ist genau. Das wäre dann die gehebelte Wette sozusagen. Das ist die gehebelte Wette und das sieht man auch sehr schön. Man kann wirklich die Dinger nebeneinander legen und ich kann es auch gerne dabei einmal, ich mache einen Chart stehen bei Instagram rein oder wo auch immer oder bei LinkedIn. Da kann man das sehr schön sehen, diese AKR-Capen-Cap, die ist wirklich runtergegangen mit dem Ziffer. Wie schreibt man die? AKR Carbon Capture. AKER Carbon Capture. Okay. Jetzt dummerweise haben viele Unternehmen solche Methoden. Also nicht die einzigen, haben jetzt gerade Monopol drauf. Gut, aber das die ist sind ja nochmal die andere Anbieter. Frage. Genau, das gibt es bei Exxon, die haben das auch. Die haben das als einzelne Sparte, aber man kann es halt da getrennt voneinander kaufen. Vielleicht gibt es andere Verfahren, die jetzt schon bei einem CO2-Preis von 80 profitabel werden. Aber diese Acre ist ungefähr 120 bis 150, weil muss wahnsinnig viel Energie reinstecken. Und das ist, klar, jetzt kann man sagen, Energie ist ein bisschen günstiger geworden. Und dann trotzdem CO2-Preis, mein Bulle der Woche. Komme ich gleich zu meinem. Ich habe gerade erwähnt, hier Robinhood habe ich gekauft und einen Broker, den ich jetzt schon ein bisschen länger habe, aus Deutschland und der mir jetzt wieder eingefallen ist, weil wir gehört haben, dass Reddit will ja an die Börse gehen. Ja, hat jetzt einen Börsenprospekt rausgebracht in Amerika. Hier die Mutter von Wall Street Bets. Ja, und wir haben ja sowas schon viel, viel länger in Deutschland. Wall Street Online, das war sozusagen das Wall Street Bets des neuen Marktes. Immer noch am Leben und Wall Street Online hat ja dann auch einen eigenen Broker gegründet und das ist der Smart Broker. Die haben sich dann die Aktie auch von Wall Street Online in den Smart Broker umbenannt und deswegen heute mein Bulle der Woche wäre die Smart Broker Aktie. Ja, ich bin ja auch selber, habe ja auch schon öfter mal erwähnt, Kunde, habe ja auch schon mal rumgemeckert letztes Jahr, dass ich da bei der neuen App, die sie eingeführt haben, und sie haben ja jetzt eine App eingeführt und quasi haben die Bank gewechselt und alles Mögliche und alles schicker gemacht. Vorher war es ja ganz einfach bei der DAB noch, bei BNP und jetzt sind sie zur Baderbank und machen das quasi unter eigener Marke und es gibt immer noch eine große Unzufriedenheit, das muss man gleich vorausschicken mit der Smart Broker App. Das sieht man zum Beispiel bei den App-Bewertungen. Da haben sie aktuell nur eine Bewertung von 2,7 Sternchen von 5 möglichen und Konkurrenten wie Flatex, Trade Republic und Scalable haben 4,2 bis 4,6 oder ich habe mir auch mal bei Finanzfluss die Bewertung angeguckt, da ist es ähnlich, da sind sie auch ganz, ganz schlecht bewertet. Die Enttäuschung ist immer noch groß und da gibt es auch wirklich viel negative Kritiken noch, immer negative Nutzererfahrungen. Aber meiner Meinung nach ist jetzt einiges besser geworden. Also dass man zum Beispiel jetzt auch schnell sofort wieder über Verkaufskapital verfügen kann. Das war für mich ja ein Anliegen, weil man, wenn man verkauft hat, dann erstmal irgendwie längere Zeit dann nicht auf das Kapital wieder zugreifen konnte, um damit zu kaufen.
Und aber es gibt immer noch die Kritik, dass man, wenn man Auszahlungen vornimmt und so weiter, dass das sehr, sehr lange dauert, bis dann auf dem Konto rauskommt. So, aber das soll halt nicht das Thema sein. Mir geht es jetzt heute mal um die Aktie, aber natürlich ist für die Aktie auch zwingend notwendig, wie ist denn die Erfahrung der Kunden und sind die enttäuscht oder sieht man Kundenwachstum? Und es gab da zuletzt Zahlen in der letzten Woche, die sich hier auch der Platobrief mal näher angeschaut hat und da sieht man also durchaus Bremsspuren des niedrigen Handelsinteresses der Kunden und des Wechsels bei der Depotbetreuung zur Baderbank, wie es der Platobrief ausdrückt. Der Umsatz, der ist im letzten Jahr um 12% gesunken auf 46 Millionen Euro. Und unterschiedlich, die unterscheiden jetzt eben im Bereich Medien und Transaktion, also Broker und die Portale. Und sie haben ja da durchaus mehr als Wall Street Online. Sie haben noch Börsennews.de, Finanznachrichten.de und Arriva.de. So, also Medien ist 18% zurückgegangen, der Umsatz, Transaktionsgebühren 3%. Da kann man sagen, das ist ja relativ stabil, muss man sagen. Und bei Medien ist natürlich erklärbar, wir haben eine Werbekrise insgesamt gehabt und natürlich auch im Börsenhandel ist ja wenig gelaufen im letzten Jahr. Also da war ja das Interesse auch nicht so groß. Und von daher kann man sich, glaube ich, diesen Umsatzrückgang bei der Werbung, bei den Medien da gut erklären. Und das EBITDA ist um 95% eingebrochen auf nur noch 0,5 Millionen Euro. Da hat man im Medienbereich noch einen Gewinn von 5,7 Millionen gemacht, beim Transaktionsbereich einen Verlust von 5,2 Millionen. Das würde ich jetzt auch mal als nachvollziehbar erklären, wenn man hier eine neue App aufbaut und eine neue Plattform und Werbung und dergleichen macht, dass man da hohe Kosten hat und so weiter. So, und für 2024 kalkuliert Smart Broker vorsichtig, Umsatz soll um 8-18% auf 50 bis 55 Millionen Euro klettern. Das EBITDA nach Kundengewinnungskosten von geplanten 2 Millionen Euro, aber bei maximal 3 Millionen Euro landen. Sie wollen, und das hat eben der CFO dann im Interview mit Platobrief gesagt, Schwerpunkt auf höhere Kundenzufriedenheit und der Verzahnung der Bereiche Medien und Transaktion legen. Also höhere Kundenzufriedenheit, wie wir gesehen haben, bitter nötig. Und das kann natürlich wirklich dann, wenn man es schafft, Traffic auf den eigenen Broker zu bringen durch die eigenen Medien, dann ist es natürlich dann ein Win-Win-Geschäft. Das könnte auf jeden Fall gute Aussichten bringen, auch für die Aktie. So. Wenn man sich nochmal anschaut, wie hoch die Einlagen sind, beziehungsweise die Handelsaktivitäten der Kunden, haben sie im Januar annualisiert 25 Transaktionen gehabt und sie wollen in diesem Jahr auf 27 Trades je Kunde kommen. Diese Anzahl war schon mal in den 30ern, in den Corona-Zeiten und bei Flatex sogar bei 50. Also das wäre auf jeden Fall ein absolutes Steigerungspotenzial, wenn jetzt hier wieder mehr Musik reinkommt in die ins Börsengeschehen insgesamt. Wir sind beim DAX jetzt auf Allzeithoch und deswegen ist es auch so meine Wette, dass es auch eine Wette ist, eben auch wieder mehr Interesse an Börse und mehr Handelsaktivität der Kunden, dass hier auch wieder mehr Musik reinkommt. Und sie haben immerhin im Schnitt 52.000 Euro im Depot, die Kunden von Smart Broker. Also da kann man ja auch ein bisschen handeln, ja, wenn man so viel im Depot hat. Ist ja jetzt nicht die ganz kleinen Taschengelddepots nur. Und von daher würde ich mal sagen, dass da sehr viel Upside-Potenzial ist, sowohl im Werbungsbereich auf den Medien wie auch im Transaktionsbereich beim Smart Broker. Die Risiken, die der Platobrief nennt, sind, dass die Payment for Order Flows Zahlungen ja noch unbekannt sind, wie die sich dann auswirken beim Smart Broker.
Und ein Drittel nämlich der Transaktionserlöse stammt aus diesem Bereich. Das sind also nicht die direkten Gebühren, sondern das, was man dann quasi wieder vom Broker zurückbekommt. Weil man ja beim Smart Broker auch sehr, sehr günstig handeln kann. Wenn man über Getex handelt, kann man ab 500 Euro quasi gebührenfrei handeln. Und das ist meiner Meinung nach da konkurrenzlos, weil bei selbst bei Trade Republic zahlst du dafür ja 1 Euro mindestens pro Order. Oder bei Scalable hast du ja dann irgendwie nur umsonst handeln, wenn du irgendwie eine Monatsgebühr zahlst. So, und ja, deswegen denke ich, da könnte vielleicht ein bisschen Musik drin sein. Die Analysten sehen im Schnitt ein Upside-Potenzial von 85%. Und die Aktie hat jetzt schon wieder doch auch in diesem Jahr deutlich gelitten und möglicherweise ist da Erholungspotenzial drin, wenn sie es nicht ganz versemmeln. Natürlich mit hohen Risiken behaftet, aber eine Wette auf einen Börsenaufschwung in Deutschland und auf dieses Unternehmen im Besonderen. Aber wir haben ja schon oft gesehen, wenn so ein Börsenaufschwung wieder kommt, wie viel Musik dann bei Broker-Aktien da drin ist. Mein Bulle der Woche, bin selber mit einer kleinen Position da investiert. Schön. Es ist halt die Frage, wie viele von diesen Zockerfreunden du da hast bei Smart Broker. Das weißt du halt nicht. Also, ich weiß nicht, wird viele abgeschreckt haben, wenn du halt deine Kohle nicht wieder sofort verwenden kannst und wenn genau. Du diesen ganzen Mist hast, wirst du vielleicht viele denken, so, oh, da gehe ich woanders hin. Ich glaube, das ist das Problem, warum die Aktie fällt ja heute auch wieder. Denkst du, hä? Wir haben heute irgendwie Bitcoin. Ja, das ist keine Bitcoin-Plattform. Ja, siehst du, das ist noch ein weiteres Problem. Aber du könntest ja denken, ey, das lockt ja die Zocker an. Ja, wären wir beim Thema mit Casino-Mentalität. Genau, genau. Die Frage ist, wir haben jetzt ja nur noch, wir wollen ja die Menschen nicht über Gebühr strapazieren, aber es lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr, die Diskussion jetzt hier anzufangen wir wollten ja darüber diskutieren, ob wir eine Casino-Mentalität sehen. Ich sag einfach nur ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind und dann kannst du ja sagen, was dir auffällt, aber die Diskussion müssen wir vielleicht auf nächste Woche verbringen. Also alle Zocker Indizes, die es früher gab, ob es jetzt Robinhood-Aktie ist, ob es der Bitcoin ist, ob es die Optionsscheine auf Supermicrocomputer. Ich habe mir mal die Umsätze auf Call-Optionen angeguckt bei Supermicrocomputer. Ich denke so, what? Die Umsätze in der Aktie bei Supermicrocomputer. Da denkst du so, ey, das ist einfach nicht, das man sieht genau ab, wann die Zocker zurück waren. Es war ab Anfang Februar ging's wieder richtig rund. Und seitdem ist, glaube ich, wieder dieser YOLO-Trade alive. Und also in Amerika sieht man das gerade, was Optionsumsätze anbetrifft, auch insgesamt, was den Markt an Optionen anbetrifft, wenn man Put-Call-Ratio anguckt, wenn man sieht das Volumen von Optionen jenseits von professionellen Optionen, also viele Privatanleger nutzen das wieder. Wenn man sich anguckt, wie viel im Bitcoin-ETF drin ist, ist es ja auch ein Trading-Vehikel. Wenn man den iShares Bitcoin, der hat mittlerweile 7,2 Milliarden drin und der ist ja erst aufgelegt worden Mitte Januar. Also ganz viele von diesen klassischen Zocker Kriterien kann man sehr gut an den Märkten sehen. Und deswegen war auch Nvidia so wichtig, weil die einfach diese gute Stimmung aufrechterhalten haben. Und das für mich ist ein kritisches Zeichen. Man weiß nie, wann das aufhört, diese ganzen Sachen. Aber ich finde, das ist schon wieder völlig, völlig übertrieben, was man da teilweise an Auswüchsen sieht. Und deswegen. Ich glaube, wir müssen auch diese Diskussion ja auch gar nicht so ausführlich machen, weil natürlich ist es, da bin ich ja auch bei dir. Wir haben momentan eine sehr optimistische Marktstimmung, ja. Und wie gesagt, ich gucke ja oft den FN Greed Index an, da sind wir im Bereich der Extreme Greed, also Extreme Gier, wenn auch am unteren Rand noch, ja. Da geht immer noch ein bisschen mehr, weil Gier kennt natürlich auch nach oben keine Grenzen. Das haben wir auch am neuen Markt gesehen und da ging es jahrelang noch nach oben, als schon der Alan Greenspan 1996 vor einer irrationalen Übertreibung gewarnt hatte und es ging halt noch bis ins Jahr 2000, diese Übertreibung. Wer nicht dabei war, hat dann auch viel verpasst. Ja, deswegen kann es auch bei Nvidia noch in unendliche Höhen gehen und bei vielen anderen Gear-Instrumenten und beim Bitcoin genauso, ohne fundamentale Gerechtfertigung. Ja, also wenn man von KGVs, aber wir haben jetzt keine Bitcoin-Diskussion, sondern
Das bin ich vollkommen deiner Meinung. Wir haben eine übertriebene positive Marktstimmung und früher oder später wird diese dann auch bereinigt. Aber ich würde nicht sagen, dass man jetzt schon aussteigen sollte, weil wie gesagt, so es kann ein Markt kann einfach wirklich sehr viel länger steigen, als wir uns das immer so vorstellen können. Und da finde ich, ist es dann, da kann man gut mit Stopkursen agieren und sagen, ich bin weiter dabei, auch bei, selbst bei der Nvidia-Aktie und wenn die steigen will und die ganze Meute, die alle kaufen will, bloß man darf, muss ich wirklich Exit-Optionen überlegen und da finde ich halt zum Beispiel einfach da wirklich dann so Stoppkurse, die man nachzieht, dann eine gute Idee bei so sehr heiß gelaufenen Einzelwerten und dann sieht man ja die Kandidaten, dass wir jetzt grundsätzlich diese absolute Gier, wie vielleicht im Corona-Hype oder so hatten oder im neuen Markt, davon bin ich weit entfernt. Also ich sehe nicht, dass wir jetzt diese totale breite Euphorie, wo du überall nur auf Aktien angesprochen wirst. In Deutschland ist es auch noch nicht angekommen. Ich glaube, es ist eher an der Wall Street. Wahrscheinlich ist es an der Wall Street viel stärker. Ja. Aber ich glaube, auch da geht noch was, weil wir haben jetzt auch nicht so diesen, wir haben jetzt halt in einigen Segmenten bei KI diese absolute Gier und alles, was eben diesen KI-Stempel kriegt. Aber wir haben nicht dass jetzt die ganz breite Masse, und wir haben auch davon gesprochen, dass die kleinen, nicht profitablen Aktien noch Nachholpotenzial haben könnten in diesem Jahr. Da sehen wir nicht, dass die Flut, die alle gemeinsam hebt, also diese Flut, die alles Boote nach oben schwemmt, die ist noch ausgeblieben, sondern es wird schon noch sehr selektiv gekauft. Zinssenkung und ausgepreist. Selektiv. Wir hatten 7 am Jahr, jetzt haben wir noch 4. Ja. Aber das ist ja auch ein Argument, genau. Die wurden ausgepreist, das ist ja auch ein Argument dagegen. Ja. Und da ist ja ein bisschen mehr Rationalität durchaus reingekommen. Und deswegen zu sagen, wir haben jetzt das totale Casino und ich bin sowieso immer dagegen, weil ich will auch nicht über, Casino ist für mich keine Begrifflichkeit, weil um über Börse zu sprechen, es gibt Marktschwankungen und die sind manchmal extremer und manchmal weniger extrem. Aber deswegen ist es noch kein Casino, weil Casino ist reines Glücksspiel. Und machen das als Glücksspiel. Guck dir die Super Micro Computer, guck dir einfach diese eine Aktie an. Das ist eine Casino-Aktie. Das ist eine Casino-Aktie. Da würde ich jetzt nicht sagen, und der Bitcoin irgendwas ist auch, weil da gibt es keine fundamentale Bewertung. Das habe ich ja schon oft gesagt. Und der Super Micro hängt. Da gibt es doch eine Idee dahinter. Ja, da ist da wenigstens noch eine Idee dahinter. Du hast gerade gesagt, dass das hier großes Zocker ist. Nein, das ist ein, du siehst, was da gerade für Flüsse reingeht. Das habe ich gesagt. Und das hat natürlich viele Leute wieder wachgehört. Also die Meme-Crowd oder die YOLO-Gang, die kriegst du über Krypto, die kriegst du halt über, wenn du eine ARM-Aktie siehst, die sich verdoppelt, oder eine Super-Micro-Aktie, die sich mal eben seit Jahresanfang verdreifacht. Das, so kriegst du die natürlich, die müssen erstmal wach werden, die müssen ja wieder und zu und wenn leben irgendwas kommen. Läuft, springt dann eine Crowd auf, springt ein Algorithmus auf und da gibt es sich selbst verstärkende Trends. Das sind, wie gesagt, oft auch Algorithmen, die solche Trends dann nochmal verstärken und zieht wiederum neue Trader an und die Hosse nährt die Hosse. Und das so funktioniert letztendlich eine Börse und in einer technologisch schnelleren Zeit, wo du schneller mit dem Smartphone und schneller mit Algorithmen handeln kannst, geht sowas halt viel schneller als früher, als man noch Brieftauben hin und her schicken konnte. Aber die Systematik ist die gleiche. Bloß immer gleich zu sagen, das ist jetzt alles Casino, dagegen wehre ich mich einfach, weil das ist, es sind immer noch häufig auch Leute dahinter, die sich Gedanken machen und jeder ist jederzeit frei zu kaufen, dagegen zu spekulieren und sich eine eigene Marktmeinung zu bilden und dann immer gleich zu sagen, das ist ja eh alles Casino. Und dann kommt dann immer gleich wieder die anderen, die sagen, oh, wir wussten es ja schon immer und Aktien sind Teufelszeug und deswegen dürfen wir auch keine Generationenkapitalaktien machen. Das ist ja immer der nächste Schluss, weil dann hört man wieder irgendwas von Casino. Und deswegen, es sind Märkte, die bewegen sich, die werden, die schlagen manchmal mehr aus und die Motive sind Teilmärkte. Oft. Es geht ja auch nicht darum, dass die Gesamtmärkte sind oft von Gier getrieben. Markt. Und natürlich haben wir Extreme Gear hier als Anzeige, das da würde ich überhaupt nicht, wie gesagt. Und wir haben 60% der Optionen sind Call-Optionen. Normalerweise ist es genau umgekehrt. Ja. Und du hast nach oben die gleiche Volatilität in Optionen wie nach unten. Normalerweise hast du nach unten doppelt so große Vola wie nach oben. Daran kannst du erkennen, dass da einfach wirklich wahnsinnig viel spekulatives Geld drin ist. Und wenn du was spekulativ machen willst, machst du es über Optionen. In Deutschland kannst du völlig vergessen, da ist wahrscheinlich noch nichts in der Richtung passiert. Aber ich glaube schon in Amerika, ich würde jetzt auch nicht alles verkaufen und ich weiß auch nicht, wie lange das geht, aber ich würde auf jeden Fall da
sensibilisiert sehr sein, finde ich wichtig und gut, weil wie gesagt, das kann auch immer wieder dann so, je schneller natürlich so, natürlich ist es Spekulation und die Börse ist immer letztendlich Spekulation, weil Spekulare... Nein, wenn du lange anlegst. Ja, aber es heißt trotzdem, irgendwie in die Zukunft gucken und wenn du lange anlegst, spekulierst halt viel länger in die Zukunft, aber du spekulierst ja immer darauf, dass deine nächste Nvidia 4.500% macht irgendwann mal und wenn du es mit deinem Sparplan machst, aber wenn solche Aktien Schlagzeilen funktionieren, ist das natürlich auch immer ein Indikator. Stimmt, übrigens, das ist ein guter Indikator dafür. Der Chapitz ist immer der beste Indikator, ja, weil so. Aber all das ist da und wir haben in der Tat, wir sind im Bereich Gier und das zeigen diese Indikatoren, das zeigen die Optionsgeschäfte, bin ich auch gar nicht dagegen, aber wie gesagt, es kann einfach so ein Aufschwung länger laufen, als man denkt und man sollte nicht zu früh aussteigen, sich eher eben über gewisse Stop-Loss-Kurse oder sowas absichern. Ich würde auch nie aussteigen machen. Ja. Das wäre jetzt nicht mein Monitum, nur ich würde halt sagen, man sollte halt wirklich aufpassen, wenn ich jetzt einzeln wetten, wenn ich da mitmache, würde ich da wirklich mit Stop-Loss agieren, würde mir auch mal genauer anschauen, was ich da mache, aber mein Sparplan oder sonst was, das ist davon. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Diagnose hier durchaus sehr nah zusammen. Ja, wir sollen ja nicht mehr so viel streiten, aber trotzdem haben wir es von unterschiedlichen Welten betrachtet. Und eine Kollegin hat mir heute erzählt, ganz stolz, dass sie jetzt einen neuen Sparplan gemacht hat auf den Nasdaq 100. Ja, hat auch den Chapitz-Artikel gelesen. Ja, er hat gesagt, ich hoffe bloß, dass es nicht dein einziger ist. Ja, und ich sage, nein, mein Basisinvestment, da ist ja vom Defner geprägt. Ja, aber die Idee ist gar nicht schlecht, genau, dass du sagst, dann habe ich gesagt, okay, 50 Euro MSCI Welt und 50, warum das nicht so machen? Oder 100 MSCI Welt und 50 Nasdaq 100. Das wäre doch eine super Idee. Ich finde das. Aber ein Sparplan, das ist genauso, wenn du jetzt anfängst mit dem Nvidia-Sparplan, also auf dem Höhepunkt einsteigen. Das habe ich 2021 auch gemacht und dann habe ich trotzdem damit gut abgeschnitten. Ich habe aus 3.000 eingezahlt, habe ich 9.000 gemacht. Oder 9, super, 4, aber oder da war Nvidia. Da war es auch auf dem Höchststand, 2021. Okay. Ja, klar. Also eine Aktie, die auf Höchststand ist, nur weil du immer das Gefühl hast, es muss so eine Art Gerechtigkeit, Reversion to Mean geben und was gefallen ist, muss auch wieder steigen. Auch was auf Höchststand ist, kann wieder auf Höchststand kleinern. Und du siehst ja bei Bitcoin immer wieder. Und ich wette mit dir, dieses Jahr werden wir wieder einen Höchststand sehen. Wir machen mal unseren nächsten Bitcoin. Ja, Höchststand. Achso, die 69.000. Ja, kann man auch. Das sind wir schon bald, wenn es so weitergeht. Wir sind bei 56.000 heute. Also insofern, stimmt schon, bei Bitcoin funktioniert die Gier wunderbar. Das ist natürlich... Ich bin nur Bitcoin ist es natürlich Zockerei. Nein, es ist halt die Frage, was jetzt diese neuen ETFs machen. Und viele nutzen ja ETFs auch zum Traden. Ja. Und wenn es mal runtergeht, ob dann, wenn du dann nämlich mal in ETF alle rausrennen, was dann passiert, da bin ich mal gespannt. Das stimmt. Mit Verzögerung sind sie jetzt reingerannt und wir sehen eine deutlich anziehende Volumina da. Und wenn du da ganz schnell handeln kannst über so ein ETF, dann hast du, weil früher hattest du ja so ein Vehikel nicht. Und wenn du jetzt aber so ein Vehikel hast, was dann passiert, da bin ich mal gespannt. Mhm. Das wird ein spannender Feld sein. Gut. Jetzt haben wir die 1,30 voll gemacht. Und wir Wette haben wir auch. Haben die Google, Welt im Grunde, die Google-Wette. Alphabet, ja. Viele Aktien gesprochen, Anlageideen, ja, und nicht so viel Politik heute, auch gar nicht gestritten. Gut. Ich würde mal sagen, check, ja. Alle, und du hast auch nicht so viele Zettel gesucht. Ja. Aber Wortfindungsstörung, aber da können wir nichts für. Zwischenzeitliche Wortfindungsstörung, aber ich habe mich wieder gefangen, ja. Ich habe wieder in mein Manuskript zurückgefunden, ja. Mich auch gut vorbereitet, ja. In meiner Freizeit, heute Morgen, ab 5 Uhr morgens, ja, vor meiner Schicht. So. Das ist kein Argument. Das ist wirklich kein Argument. Finde ich schon. Finde ich nicht. Ja, also ich meine, du kannst ja nicht sagen, wir bieten hier freies Produkt an, für das kein Mensch was bezahlen muss. Und auch da kann man das natürlich rummeckern und so, aber also kann ich aber auch sagen. Mal mehr Demut, liebe Hörerinnen und Hörer. Demut und vor allen Dingen, wir brauchen mal aber ich meine, wie gesagt, ich kriege dafür kein Geld. Ja, und wir machen das für unseren Arbeitgeber, der kriegt dafür Geld, wenn er gerade Vermarktung macht. Aber wir machen das aus Leidenschaft. Wir machen es in erster Linie aus Leidenschaft und weil wir ein bisschen Mission auch da haben und so. Und dann erwarte ich auch ein bisschen mehr Mitgefühl. Gut. Und Dankbarkeit. Dankbarkeit. Und aus Dankbarkeit könnt ihr uns weiterempfehlen und könnt einfach mal, jeder kann noch mal jemanden sagen, du jetzt auch mal.
Genau. Wir brauchen mal wieder ein bisschen, bis das Wachstum wieder geht, ist wieder ein bisschen Wachstum drin in der Geschichte, aber nicht richtig. Es genau, könnte mehr Wachstum also reinkommen. Also der Hype-Faktor, der Indikator. Eigentlich das noch nicht. Also daran kann man erkennen, da geht noch was. Da geht noch was in Deutschland. Also, wir sind in Deutschland weit entfernt vom Börsenhype. Und erst wenn wir durch die Decke gehen, dann sagen wir euch, wenn er euch die Aktien verkaufen ist. Aber dann will das ja keiner hören immer. So. Stimmt. Gut. Würdest du die Schlussformel Die Schlussformeln, ja. Ohne zu stottern? Ich bemühe mich. Stets bemüht, der Defner. Ja. Wir sagen Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.